8 Tage noch, Archer. Lieutenant Brown hob beide Hände und zeigte die Zahl mit den Fingern. 8 Tage, dann sind wir hier raus. Jack schaute kurz zu seinem Vorgesetzten auf dem Beifahrersitz, ehe er sich wieder auf die Straße konzentrierte, sofern man diese Wüstenpiste im Herzen Afghanistans Straße nennen durfte. Jack prügelte den Land Rover Transporter über Steinbrocken und Schlaglöcher und spürte schmerzhaft Federung und Stoßdämpfer. Er sah in den Rückspiegel. Im Laderaum mussten sich die Privates Doyle und Reed an der Gittertür zur Fahrerkabine festhalten, um nicht von den Mannschaftsbänken zu rutschen. »Der Ritt hier erinnert mich echt an meine Lady zu Hause«, verkündete Reed grinsend. »Die geht unter mir genauso ab.« Das leichte Maschinengewehr, das er in den Händen hielt, wippte auf und ab, als er laut über seinen eigenen Witz lachte. Private Doyle, der Reed gegenüber saß, fiel in das Gelächter ein. Plötzlich sah Jack aus dem Augenwinkel etwas am Straßenrand. Einen kleinen, kofferartigen Gegenstand, kaum größer als ein Geigenkasten. »AED, festhalten!« brüllte Jack und riss das Steuer nach links. Unter den Männern waren sie gefürchtet, diese Improvised Explosive Devices, heimtückische Mörder, die schon so viele von Jacks Kameraden das Leben gekostet hatten. Dieses Land war voller Sprengfallen, aber so war der Krieg hier nun einmal. Du siehst keine feindlichen Soldaten und keine Panzer. Du siehst nur eine Kiste am Straßenrand. Und mit etwas Pech ist sie das Letzte, was du in deinem Leben siehst. Der Geländewagen geriet durch Jacks Ausweichmanöver ins Schleudern. Er neigte sich bedrohlich zur Seite und links vorne brach Metall unter der Belastung, gefolgt von einem unheilverkündenden Schepper. Die Aufhängung hatte es endgültig hinter sich. Damn, dachte Jack. Doch falscher Alarm? Dann habe ich den Wagen gerade grundlos geschrottet. Sekundenbruchteile später packte eine Druckwelle den Land Rover und hob ihn in die Luft. Von wegen falscher Alarm. Man down! Wir haben einen Verletzten! Jack kniete über Lieutenant Brown und versuchte, seine Gedanken zu sortieren. Sein Kopf fühlte sich an wie eine Granate vor der Explosion. Man down! Rief er erneut. Keine Antwort. Vorsichtig fasste Jack den Lieutenant an der Schulter und drehte ihn etwas zu sich. Sir, können Sie mich hören? Brown stöhnte leise und versuchte zu nicken. Auf seiner Tarnkleidung wuchs langsam ein Blutfleck. Bewegen Sie sich nicht, wir holen Sie hier raus, versuchte Jack ihm Mut zu machen. Er sah sich um, sie lagen hinter dem Land Rover, beziehungsweise dem, was davon noch übrig war. Schnauze samt Motorblock waren einfach weg. Doch im Laderaum bewegte sich noch jemand. Es war Doyle, der sich stöhnend aus dem Wrack herausquälte, während vom Horizont her das Staccato feindlicher Maschinenpistolen zu hören war. Bist du okay, Doyle? Der junge Ire starrte Jack an. Ich schon, aber... Er deutete in den zertrümmerten Wagen. Jack warf einen Blick hinein. Reed würde seine Lady nie wiedersehen. Schnell sah er weg und atmete tief durch. Konzentrier dich, Jack, konzentrier dich! Der Lieutenant ist verwundet, klärte er Doyle auf. Schaff ihn in die Höhle da hinten und gib unsere Position durch. Ich gebe euch Feuerschutz. Doyle wollte protestieren, doch Jack schnitt ihm das Wort ab. Hey Mann, beim Zielschießen hattest du keine Chance gegen mich. Also beweg deinen Arsch, wenn ich dir das Zeichen gebe. Doyle nickte. Jack beugte sich wieder in das Autowrack und griff sich das MG, das Reed aus den Händen geglitten war. Gedeckt von den Überresten des Wagens legte er sich hin, klappte den Standfuß der Waffe herunter und legte den Patronengurt ein. Handgriffe, die ihm dank des scharfen Drills seiner Ausbilder in England in Fleisch und Blut übergegangen waren. Vorsichtig schob er sich in die Nähe der Heckklappe und sah zu Doyle. »Wenn ich feuere, rennst du los!« Doyle nickte. Jack sah die Angst in den Augen seines Kameraden. »Du schaffst das, Junge! Wir kommen hier raus, alle drei!« Jack spähte um den Wagen herum. Die Wüstenlandschaft bot keine Deckung, bis auf ein paar Felsen, die knapp 100 Meter entfernt lagen. Dort mussten sie sein. Er brachte das MG in Stellung, legte an und drückte ab. Eine kurze Salve als Signal, wir sind noch hier. Hinter Jack packte sich Doyle den Lieutenant auf die Schultern. Irgendwo vor ihm rief eine Stimme Kommandos auf Paschtu. Jack drückte wieder ab, er musste die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Die Reaktion kam sofort. So wie es klang, feuerten da 4 oder 5 Mann gleichzeitig. Jack widerstand der Versuchung, sich umzudrehen, um zu sehen, wie Doyle und Brown vorankamen. Alles, was zählte, war, den Gegner am Vorrücken zu hindern. Kugeln schlugen ein, keinen Meter entfernt von ihm, doch Jack nahm sie kaum wahr. Gleich würden die Helis kommen und sie herausholen. Er musste nichts weiter tun, als so lange die Stellung zu halten. Zielen, abdrücken, warten. Zielen, abdrücken, warten. Immer und immer wieder. Es ging nicht lange gut. Die Typen auf der anderen Seite waren offenkundig auch nicht gerade blöd. Denn nachdem sie ihn nicht treffen konnten, nahmen sie sich stattdessen seine Deckung vor. Sperrfeuer durchlöcherte das Wrack des Land Rovers, Querschläger wirbelten den Wüstensand auf. Jack wich instinktiv zurück, und das war gut so, denn im selben Moment setzte ein Treffer das auslaufende Benzin in Brand. Nach wenigen Augenblicken stand der ganze Wagen in Flammen. Durch die Heckklappe konnte Jack sehen, wie Reeds Haare Feuer fing und die Haut auf seinem Gesicht Brandblasen schlug. Auch wenn Reed tot war, mit anzusehen, wie ein Kamerad verbrannte, war grauenhaft. Dieser Anblick und der unerträgliche Gestank trieben Jack weiter zurück. Das kostete ihn seine Deckung. Sofort konzentrierte sich das gegnerische Feuer auf ihn. Alternativen gab es keine mehr. Er rannte los, schlug Haken. Ein Blick über die Schulter genügte und er erkannte, dass der Feind hinter den Felsen hervorgekommen war und die Verfolgung aufnahm. 4 Männer in Tarnkleidung. Jack zog seine Browning-Dienstpistole und feuerte in Richtung der Verfolger. Eine hilflose Geste. Es war unmöglich, jemanden aus vollem Lauf zu treffen. Er sah wieder nach vorne. Doyle und der Lieutenant mussten in der Höhle sein. Sie hatten auch Waffen dabei. Vielleicht hatten sie gemeinsam noch eine Chance. Jack stolperte. Fast hätte er das Gleichgewicht verloren, während er den Hang hinaufhastete. Er spürte den Luftzug, als eine Kugel nur knapp an seinem Kopf vorbeizischte. Gleich darauf hörte er es. Ein vertrautes Geräusch, das ihn aufhorchen ließ. Ein dumpfes, weit entferntes Knattern, das er schon 100 Male gehört hatte. Doch nie war es so willkommen gewesen wie jetzt. Mal schön langsam, rief er sich zur Ordnung. Vielleicht bildete er sich das Ganze nur ein oder hatte sich verhört. In vollem Lauf riskierte Jack noch einen Blick nach hinten. Tatsächlich, da näherten sich im Tiefflug 2 Westland Lynx-Helikopter. Die Luftunterstützung, endlich! Die Bordschützen machten bestimmt schon ihre MGs klar. Jack musste nur noch 1 oder 2 Minuten durchhalten und dann ein glühender Schmerz durchfuhr seinen Körper. Shit, sie haben mich erwischt! Jack taumelte nach vorn und prallte gegen einen Felsen. Er hörte, wie seine Verfolger etwas riefen, zwang sich aufzustehen, zu laufen. Weiter, Jack, weiter! Du bist schon fast da! Tatsächlich, der Höhleneingang war ganz nah. Aber wo waren Doyle und Lieutenant Brown? Und wieso sah es da drin so scheißfinster aus? Das war keine normale, dunkle Höhle. Das war ein pechschwarzes Loch. Jack spürte, wie Blut an seiner Seite herabrann. Immer schwerer fiel es ihm, sich auf den Beinen zu halten. Immer näher kamen hinter ihm die Helikopter und immer lauter hörte er die Rufe der Mujahedin. Er nahm alle Kräfte zusammen und warf sich hinein in die Schwärze. Jack schrie auf, als er auf seine Wunde fiel. Er hob den Kopf und suchte nach Doyle und Brown, doch da war nichts, außer Dunkelheit. Nein, keine Dunkelheit. Es war wie Rauch, der sich um ihn legte. Noch während Jack sich benommen fragte, woher dieser Rauch kommen mochte, teilte sich die Schwärze vor seinen Augen und enthüllte eine massige Gestalt. Eine Statue, muskulös, überlebensgroß, dabei irgendwie unnatürlich, falsch auf eine Art, die Jack nicht beschreiben konnte. Sie schimmerte in einer Farbe, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Im schwachen Licht, das von dem Schimmern der Statue ausging, erkannte er, dass die Wände der Höhle ausgeschmückt waren, verziert mit kunstvollen Malereien, in denen sich immer wieder dasselbe Symbol wiederholte. 2 Schlangenleiber, die sich umeinander wandten. Die Mäuler weit aufgerissen, die Giftzähne ausgefahren, jederzeit bereit, einander anzugreifen. Jack wollte sich aufrichten, doch im selben Moment durchbohrte ein stechender Schmerz seine Brust, als hätte ihm jemand ein glühendes Eisen ins Herz getrieben. Jack krümmte sich und wollte schreien, aber er brachte keinen Ton heraus.
Ihm wurde schwindelig. Der Rauch in der Höhle wallte auf, als wolle er nach ihm greifen. Und da geschah es tatsächlich. Die Rauchwolken verdichteten sich zu einer schattenhaften Gestalt, deren lange Tentakel auf ihn zuschnellten. Gleichzeitig formte sich ein Kopf, in dem zwei böse, glühende Augen erschienen. Und kurz bevor Jack das Bewusstsein verlor, dachte er noch, wie seltsam bekannt ihm die Gesichtszüge der Kreatur doch vorkamen. Die Kirchturmuhr schlug 6. Jack ließ den Hammer sinken und schaute zufrieden auf sein Werk. Stabil und so an die Klostermauer angepasst, als hätte es schon immer hier gestanden. Dann hörte er Schritte und sah zum Tor, durch das ein beleibter, grauhaariger Mönch den Garten betrat. »Der Rahmen für das Gewächshaus ist fertig, Father Murphy«, erklärte Jack. »Morgen beiz ich ihn, dann können wir die Scheiben einsetzen.« »Schön, schön«, antwortete der alte Mönch abwesend, und Jack bemerkte, dass er ungewöhnlich ernst aussah. »Ist etwas passiert?«, fragte er besorgt. »Ja, wie man's nimmt. Es ist Besuch für dich da.« Jack war überrascht. Wer sollte das sein? Seine Eltern kamen so gut wie nie hierher, und ansonsten kannte er niemanden da draußen, der ihn besuchen würde. Father Murphy bemerkte Jacks Ratlosigkeit. »Es ist ein alter Freund, sozusagen.« Bevor Jack etwas erwidern konnte, wandte sich der Mönch in Richtung Gartentor. Kaum, dass er verschwunden war, trat ein großer, weißhaariger Mann in den Torbogen. Jack schätzte ihn auf Mitte 60 und wunderte sich darüber, wie gut trainiert der Mann aussah. Sein langer Mantel umspielte die Beine, als er mit festen Schritten näher kam. »Jack Archer«, sagte der Fremde. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. »Der bin ich«, erwiderte Jack und wusste, dass sein Argwohn für sein Gegenüber zu spüren war. »Und wer sind Sie?« »Scotland Yard.« Der Mann hielt Jack eine Dienstmarke hin, der nur einen flüchtigen Blick darauf warf. Er hatte oft genug mit der Polizei zu tun gehabt. »Was wollen Sie von mir? Ich habe meine Lektion gelernt. Sehen Sie das nicht?« Jack fing an, seine Werkzeuge einzusammeln. »Ihre jüngsten Probleme mit dem Gesetz sind mir egal. Was mich interessiert, ist vor 5 Jahren passiert, in Afghanistan.« Jack horchte auf, legte aber Hammer, Nägel und Wasserwaage wie beiläufig beiseite. Er richtete sich auf und sah dem Mann vom Yard direkt in die Augen. »Afghanistan geht Sie nichts an. Dort ist nichts passiert, wofür sich Scotland Yard interessiert.« Der Mann lächelte. »Das sehe ich anders. Ich habe mir Ihre Entlassungspapiere aus der Army einmal genauer angesehen.« »Bitte was?« unterbrach Jack ihn. »Wie kommen Sie dazu?« »Sagen wir einmal, es hatte mit einem Fall zu tun, an dem ich gearbeitet habe.« Der Polizist strich gedankenverloren über die Rinde einer Birke. »Sie müssen zugeben, es war bemerkenswert, was Ihnen da passiert ist.« Unruhig trat Jack von einem Fuß auf den anderen. Er ahnte, worauf der Polizist hinaus wollte. 3 Mann in einer Höhle, 2 davon schwer verletzt, gegen 4 bis an die Zähne bewaffnete Mudschahedin. Aber als die Verstärkung eintrifft, sind die Feinde tot und die 3 Soldaten liegen bewusstlos in der Höhle. Was ist da passiert, Archer?« »Wenn Sie an meine Akte gekommen sind, wissen Sie doch, was ich ausgesagt habe.« Jetzt vermied es Jack, dem Mann in die Augen zu sehen. »Todesangst verleiht manchmal übermenschliche Kräfte.« Der Polizist schüttelte den Kopf. »Die Toten hatten keinerlei äußere Verletzungen. Keine Schusswunden, keine Messerstiche, nicht einmal ein blaues Auge.« Er trat nah an Jack heran. »Ich frage Sie noch einmal, was ist da passiert?« Jack hatte das Gefühl, dass der Polizist die Antworten auf seine Fragen längst kannte. »Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.« »Das nehme ich Ihnen nicht ab.« Jetzt wurde der Polizist streng. »Sie haben danach den Dienst quittiert. Als Sie wieder zu Hause waren, haben Sie fast Ihr Leben gegen die Wand gefahren. Körperverletzung, Diebstähle, das volle Programm. Was immer Ihnen in dieser Höhle in Afghanistan begegnet ist, Sie sind nicht darüber hinweggekommen.« Jack schwieg ertappt. »Bis Sie hier im Kloster gelandet sind.«
Er dachte einen Moment nach. »Sind Sie gläubig, Mr. Archer? Möchten Sie in den Orden eintreten?« Jack winkte ab. »Ich weiß es nicht. Für den Moment finde ich hier einfach nur...« Er suchte nach dem richtigen Wort. »Frieden!« Jetzt lachte der Polizist laut. »Frieden? Dafür sind Sie nicht geschaffen, Jack Archer. Sie sind ein Kämpfer.« Langsam reichte es Jack. Was nahm sich dieser Typ heraus? Er kannte ihn doch gar nicht. »Ich will nicht mehr kämpfen. Damit habe ich abgeschlossen.« Jack zögerte. Sollte er mehr sagen? Andererseits ließ der Polizist ihn vielleicht in Ruhe, wenn er ihm die Wahrheit erzählte. Jack atmete tief durch. »Wenn Sie es wirklich wissen wollen, ich bin durchgedreht. Keine Ahnung, was in der Hölle passiert ist. Ich kann mich nur an ein paar absurde Halluzinationen erinnern. Hier oben, in meinem Oberstübchen, naja, da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt.« Der Fremde verzog keine Miene. »Ich hatte Albträume danach. Ich dachte, ich werde sie los, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber hier in England wurde alles noch schlimmer.« Jack stockte. Er war überrascht, wie gut es sich anfühlte, darüber zu reden. Seine Stimme beruhigte sich, als er dem Mann den Rest der Geschichte erzählte. Von dem Drang, andere zu verletzen, der immer wieder über ihn gekommen war. Wie er nicht anders konnte, als dem nachzugeben, einmal, dann noch einmal, bis man ihn erwischt hatte. »Der Richter hat mir Bewährung gegeben«, schloss Jack. »Er attestierte mir eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung, wie sie viele Veteranen haben.« Er lachte bitter. »Jetzt wissen Sie, was in Afghanistan passiert ist. Ich habe den Verstand verloren. Ich habe sogar die richterliche Bestätigung, dass ich blemblem bin.« Der Polizist schwieg noch immer. Jack aber hatte genug geredet. Er wollte den Garten verlassen, zum Tor, vorbei an dem Mann vom Yard. »Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich will vor dem Abendessen aus den Arbeitsklamotten raus.« Als sie auf einer Höhe waren, griff der Mann nach Jacks Arm und hielt ihn fest. »Sie sind nicht verrückt, und Sie hatten keine Halluzination.« Plötzlich spürte Jack das Brennen in der Brust, das er sofort wiedererkannte. Das erste Mal hatte er es in der Höhle in Afghanistan verspürt und seitdem immer wieder, bis er endlich seinen Frieden gefunden hatte, hier im Kloster. »Verschwinden Sie!« keuchte Jack. Der Polizist ließ Jack los, doch vor Schmerzen war Jack unfähig, sich zu bewegen. Als er den Blick hob, sah er, dass der Mann etwas über seine linke Hand gezogen hatte, eine Art Handschuh aus Metall mit fein ziselierten orientalischen Mustern. »Das würde ich ja, Archer, wenn es Ihnen helfen würde. Aber das, was Sie nicht in Ruhe lässt, ist das hier.« Der Mann zog mit der rechten ein seltsam geformtes Holzkreuz aus seinem Mantel, während seine linke vorschoss. Der Metallhandschuh schien direkt in Jacks Brustkorb hineinzufahren. Jack keuchte auf, rang nach Atem und versuchte zu schreien, doch nicht ein Laut entrang sich seiner Kehle. Der Mann begann mit aller Kraft an etwas zu ziehen und Jack war, als versuche jemand, ihm die Luftröhre aus dem Körper zu reißen. Die Schmerzen steigerten sich ins Unerträgliche und Jack schloss die Augen. Er spürte Hitze auf seinem Gesicht, als hielte jemand eine Fackel davor. Jack zwang sich, die Augen wieder zu öffnen und sah etwas Unglaubliches. Der Mann zog an einem Strang aus Glut und schattenhafter Schwärze, der aus Jacks Brust ragte. Er zerrte an einer pulsierenden Masse, die sich hin und her wand und alles versuchte, um dem Griff des Polizisten zu entkommen. Jack würgte beim Anblick des Wesens. Er hörte, wie der Mann etwas in einer unbekannten, kehligen Sprache murmelte. Es klang wie Beschwörungsformeln. Die Kreatur reagierte, als habe sie jemand mit Säure überschüttet. Jack spürte, wie sich das fremde Wesen, das von ihm Besitz ergriffen hatte, verkrampfte. Es wand sich aggressiv hin und her, immer intensiver wurde der Schmerz und endlich entlud Jacks Qual sich in einem lauten Schrei. Sofort ließ der Fremde los und die Kreatur schnellte zurück in Jacks Brust. Jack taumelte rückwärts und ging zu Boden. Beim ersten Atemzug glaubte er, reines Feuer fülle seine Lungen. Hustend lag er da, bis er trotz der Schmerzen genug Luft in seine Lungen gepumpt hatte. Langsam richtete er sich auf und sah den Mann entsetzt an. »Wer sind Sie? Und was um Himmels Willen wollen Sie von mir?« Der Mann hielt Jack seine rechte Hand hin, um ihm aufzuhelfen.
Mein Name ist John Sinclair und ich habe einen Job für Sie. Sinclair Academy. Folge 1. Belphegor. Der Fluch des Dämons. Es liest Thomas Balou Martin. Hier, das wird dir helfen, dich besser zu fühlen. Father Murphy kam in sein Arbeitszimmer und stellte eine Tasse Tee auf den Tisch vor dem Sofa. Jack richtete sich auf und bemerkte, dass ihn der alte Pater besorgt ansah. John Sinclairs Miene hingegen war durch und durch professionell, wie die eines Wissenschaftlers, der einen Wurm analysiert. »Es geht ihm schon besser«, konstatierte er und nickte Murphy zu. Der alte Mönch verstand und schickte sich an, den Raum zu verlassen. »Warten Sie, Father!« Jack erhob sich schwerfällig. Father Murphy wollte ihm schon zu Hilfe eilen, doch Sinclair hielt ihn zurück. Es bereitete Jack Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Vorsichtig, als mache er die ersten Schritte nach langer Krankheit, stakste er mit steifen Beinen auf den Mönch zu. »Kann ich einen Moment alleine mit Ihnen sprechen?« Murphy nickte und begleitete Jack hinaus auf den Flur. Jack schloss die Tür und wandte sich leise an Father Murphy. »Dieser Mann ist Ihr Freund? Was ist das für ein Kerl? Was hat er da eben mit mir gemacht?« Der Mönch lächelte sanft. »Ja, das kann dir John besser erklären als ich.« Jack schüttelte den Kopf. »Sorry, der Typ hat eben irgend so ein Alien-Monster aus meiner Brust gezogen. Ich habe keine große Lust darauf, auch nur einen Moment allein mit ihm in einem Raum zu sein.« Father Murphys Miene wurde ernst. »John und ich, wir kämpfen nicht immer mit denselben Mitteln, aber wir stehen auf derselben Seite. Wenn jemand einer von den Guten ist, dann er.« Jack sah verunsichert in Richtung Arbeitszimmer. »Aber das Kreuz und der Handschuh. Was für eine Art von Polizeibeamter ist der Typ?« »Das wird er dir alles erklären«, entgegnete der alte Mönch und fügte verschmitzt hinzu, »John spricht gern über seine Arbeit.« Damit öffnete er die Tür zum Arbeitszimmer und schob Jack hinein. Inzwischen hatte Sinclair seinen Mantel abgelegt und stand vor Father Murphys Bücherregal. Er hatte eine Bibel zur Hand genommen und begann daraus zu lesen, als er Jack hereinkommen sah. »Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet kein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten.« Er legte die Bibel beiseite und sah Jack an. »Kommt Ihnen das bekannt vor?« »Die Bergpredigt«, sagte Jack und ließ sich wieder auf das Sofa sinken. »Wollen Sie mit mir jetzt eine Bibelstunde veranstalten?« »Ich will Ihnen nur erklären, wieso ich sie brauche, wieso die Welt sie braucht, Jack Archer.« Jack atmete tief durch. »Es wäre gut, wenn Sie endlich Klartext reden. Was haben Sie eben mit mir gemacht? Was war das für eine Kreatur?« Sinclair zog sich einen Holzstuhl heran und setzte sich. »Ich glaube, Sie wissen es schon. Sonst wären Sie nicht ausgerechnet hierher gekommen, um davor zu fliehen.« Jack seufzte. »Ich weiß immer noch nicht, was Sie meinen.« Sinclairs Stimme wurde kalt. »Erinnern Sie sich an die Spukgeschichten aus Ihrer Kindheit? An Geister, Vampire und Dämonen? All diese Geschichten sind wahr.
Es stimmt vielleicht nicht jedes Wort, aber viel mehr, als die meisten Leute glauben. Jack fuhr zurück. Sie meinen, das Ding in der Höhle? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso alle Kinder Angst vor der Dunkelheit haben? Unterbrach ihn Sinclair. Weil sie instinktiv das spüren, was wir aufgeklärte Erwachsene nicht mehr wahrhaben wollen. Dort draußen, er deutete zum Fenster, dort gibt es Wesen jenseits unserer Vorstellungskraft. Sie lauern auf unschuldige Opfer. Und wenn wir sie nicht in Schach halten, schlagen sie zu. John Sinclair zog einen Umschlag aus seiner Manteltasche und entnahm ihm ein vergilbtes Stück Papier. »Das hier sagt Ihnen doch sicher etwas«, erhielt Jack das Papier hin. Der sah auf die Zeichnung und ihm stockte der Atem. Unwillkürlich fuhr seine Hand zur linken Brust, zu dem Brandmal, das seit Afghanistan über seinem Herzen saß und das genauso aussah wie diese Zeichnung. »Das Mal des Iblis«, erklärte Sinclair. »Zwei Schlangen in tödlicher Umarmung, jede kurz davor, ihre Fänge im Leib der anderen zu versenken.« »Ich weiß«, erwiderte Jack tonlos. »Dieses Zeichen war damals an den Wänden der Höhle. Ich habe es oft genug im Spiegel gesehen.« »Wissen Sie auch, was es bedeutet?«, fragte Sinclair. Jack schüttelte den Kopf. »Iblis ist einer der sieben Großdämonen der Hölle«, erklärte der Mann vom Yard. »Luzifers Heerführer, der Herr des Krieges.« »Stopp, schön langsam.« Jack hob seine Hand. »Reden wir hier von dem Luzifer, ja? Von Satan, dem Höllenfürsten?« John Sinclair nickte. »Wer das Mal des Iblis trägt, verfällt früher oder später dem Dämon.« Er deutete auf Jacks Brust. »Sie sind nicht durchgedreht, nachdem Sie aus Afghanistan zurück waren. Sie haben weitergekämpft, ohne es zu wissen, gegen Iblis.« Jack schwirrte der Kopf. »Sie meinen, ich bin besessen? Und was Sie da eben gemacht haben, das war sowas wie Exorzismus?« »Oh, Exorzismen sind eher Father Murphys Spezialität.« Sinclair lächelte. »Ich bevorzuge handfestere Mittel, aber das Spannende an Ihnen ist eben genau, dass Sie nicht besessen sind.« Jack verstand nicht. »Aber das Brandmal.« »Es ist eine Art Tür«, unterbrach Sinclair ihn erneut. »Ein Zugang, durch den Iblis in Ihren Körper kommen kann. Und normalerweise hat er dann ganz schnell das Ruder in der Hand. Aber genau das ist bei Ihnen nicht passiert. Sie sind stärker als Iblis. Und genau darum will ich Sie in meinem Team. Sie haben sich lange genug hier versteckt, Archer. Da draußen tobt ein Krieg. Und wir brauchen Männer wie Sie, um ihn zu gewinnen.« Die Scheibenwischer von Sinclairs Rover hatten Mühe, gegen den Regen anzukommen, als der Wagen nordöstlich von London vom M1 Motorway abbog und sich auf eine Landstraße einfädelte. »Ich dachte, Sie arbeiten bei Scotland Yard«, wunderte sich Jack. »Für Scotland Yard«, sagte Sinclair. »Ich habe einen Schreibtisch da, aber der ist eher symbolisch. Ein Job wie unserer ist nichts für Bürohengste.« »Ich habe noch nicht zugesagt, dass ich bei Ihnen bleibe.« Sinclair winkte ab. »Da mache ich mir keine Sorgen. Sie sind der richtige Mann für die Academy. Und die Academy ist das Richtige für Sie.« Einen Moment schwiegen beide Männer. »Sagen Sie, Sir, diese Academy, Sie haben mir immer noch nicht erklärt, was mich dort erwartet. Wie stellen Sie das an, diesen Kampf gegen Dämonen? Und wer sind die anderen Leute in Ihrem Team?« Sinclair bog in eine Nebenstraße ein. »Das werden Sie alles gleich selbst sehen, Jack. Wir sind da.« Das Licht der Scheinwerfer fiel auf ein reich verziertes, schmiedeeisernes Tor, das wirkte, als hätte es schon bessere Tage gesehen. Efeu wucherte zwischen den Streben, Scharniere und Schloss waren mit Rost überzogen und ein halb verwittertes Schild warnte: »Keep out, private property.« Jack sah verwundert zu Sinclair. »Ein großes Budget haben Sie für Ihren Kampf gegen die Mächte der Finsternis wohl nicht bekommen, oder?« Sinclair lächelte. »Sagen wir mal, es ist ausreichend.« Er blendete die Scheinwerfer einmal kurz auf und einen Moment später zog sich das Efeu wie von Geisterhand zurück.
Die Flügel des scheinbar so rostigen Tores schwangen lautlos auf und gaben den Blick auf eine langgezogene Auffahrt frei, deren nasser Asphalt im Licht verborgener Bodenstrahler glitzerte. John Sinclair bemerkte Jacks überraschtes Schweigen. »Understatement ist in unserem Geschäft meist eine gute Idee«, kommentierte er, während er anfuhr. Jack sah über die Schulter zurück. Hinter ihnen schloss sich das Tor und nahm sogleich wieder die vernachlässigte Anmutung an. Selbst die Lichter der Auffahrt erloschen, sobald der Wagen sie passiert hatte. Jack wandte sich wieder um. Die Scheinwerferkegel strichen über Rasen und streiften die Stämme alter Bäume. In einiger Entfernung drang ein Lichtschein durch die Zweige, und als Sinclair den Wagen um eine Kurve lenkte, erhob sich vor ihnen ein majestätisches Herrenhaus. Mächtige, graue Steinmauern, erleuchtete Fenster bis in den zweiten Stock und ein kiesbedeckter Vorplatz, auf dem mehrere Autos parkten. Jack pfiff anerkennend durch die Zähne. Die beiden Männer stiegen aus und hasteten durch den Regen zur metallbeschlagenen Eingangstür. Jack bemerkte die blinkende LED einer Sicherheitskamera über dem Türsturz. Im selben Moment bewegte sich die Klinke und die Tür schwang langsam auf. »Guten Abend, Sir.« Eine kleine, ältere Frau mit streng gebundenem Dutt begrüßte Sinclair. »Guten Abend, Miss Julia.« Die Frau musterte Jack skeptisch. »Ein neuer Rekrut?« »Ich hoffe doch«, lächelte Sinclair. Obwohl Miss Julia ihm höchstens bis zur Schulter ging, wirkte es auf Jack, als würde sie auf ihn herabblicken. Er kam sich plötzlich vor wie ein Schuljunge, der zu spät zum Unterricht gekommen war. »Ist Ian schon fertig?«, wollte Sinclair wissen. Miss Julia schüttelte den Kopf. »Ach, Sie kennen doch Mr. Campbell. Der hört erst auf, wenn keiner mehr eine Waffe halten kann.« Sinclair lachte. »Dann sollten wir die Armen wohl mal vor ihm retten. Kommen Sie, Archer.« Im Inneren des alten Hauses trafen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Eine breite Freitreppe dominierte die Eingangshalle, an beiden Seiten flankiert von neugotischen Sandsteinsäulen. Doch an den Wänden hing nicht etwa die Ahnengalerie eines alten Herrschergeschlechts, sondern eine Reihe von Flatscreens, auf denen Nachrichtenticker, Statusanzeigen und die schwarz-weißen Videofeeds von Sicherheitskameras zu sehen waren. Sinclair deutete auf die Treppe. »Hier entlang. Die Rüstkammer ist im ersten Stock.« Als Jack über die Schwelle der dicken Schallschutztür trat, fühlte er sich an die Unterrichtsräume in der Kaserne erinnert. Die drei anwesenden Rekruten saßen mit dem Rücken zur Tür an weißen Tischen, der Ausbilder lehnte vorne an einem Stehpult, an der Wand hing eine Tafel. Die restliche Einrichtung hatte allerdings nichts mit einer Kaserne gemeinsam. Eine Reihe von Vitrinen dominierte die Wände, in ihnen fand sich so gut wie jede Waffe der Menschheitsgeschichte. Jack sah alte Schwerter und Degen, einen Morgenstern, eine Sammlung von Dolchen, aber auch moderne Schnellfeuerwaffen, wie er sie von der Army kannte. Eine der Vitrinen war geöffnet und leer. Die Waffe, die sich normalerweise darin befand, wurde gerade vom Ausbilder demonstriert, einem stiernackigen Hühn um die 50 mit raspelkurzem Haar. Der erwähnte Ian Campbell, wie Jack vermutete. »Eine ziemlich nervöse Lady, so eine Armbrust«, erklärte er den Rekruten gerade. »Wenn ihr sie einmal geladen habt, müsst ihr den Finger am Abzug nur leicht krümmen und schon löst sie aus.« Der Ausbilder nahm einen Bolzen vom Pult und legte ihn ein. »Es braucht Übung, um sie zu meistern, aber es lohnt sich, sie zu beherrschen. Mit einer Armbrust, der richtigen Munition und ein paar Streichhölzern könnt ihr euch gegen fast alles verteidigen.« »Pah, nichts geht über meine treue Beretta«, warf Sinclair ein. Der Ausbilder wandte sich überrascht zur Tür. Auch die Rekruten drehten sich um, und jetzt sah Jack ihre Gesichter. Alle schienen um die 30 zu sein, also ungefähr in seinem Alter. Links an der Wand saß eine zierliche Asiatin mit orange gefärbtem Haar und rosa Trainingsanzug. Sie schaute amüsiert zu Jack und Sinclair herüber. Neben ihr räkelte sich ein modisch gekleideter Mann auf seinem Stuhl. Bronzefarbene Haut, schwarze Haare und Schnurrbart, Jack vermutete, dass er irgendwo aus dem Nahen Osten stammte. Als der Mann Jack sah, warf er ihm einen abschätzigen Blick zu, lehnte sich zurück und verschränkte demonstrativ die Arme. Rechts außen stand eine drahtige Frau auf, deren leichtes, exotisches Äußeres Jack nicht einordnen konnte.
Mit Verlaub, Sir, bei Untoten sind Handfeuerwaffen nur begrenzt effektiv. Sinclair sah sie gespielt überrascht an. Wirklich, Stacy? Und womit würden Sie gegen einen Werwolf vorgehen? Mit einer Steinschleuder? Sie senkte den Kopf. Nein, Sir, richtig, mit Silberkugeln. Aus einer Handfeuerwaffe, wie zum Beispiel meiner Beretta, vollendete Sinclair den Satz. Gut, dass wir das geklärt hätten. Jack entging nicht, dass die anderen beiden Rekruten leicht grinsten, während Stacy sich wortlos setzte. Sinclair trat nach vorn, neben den Ausbilder. Meine Damen, meine Herren, darf ich vorstellen, das neueste Mitglied unserer Academy, Jack Archer. Niemand applaudierte. Alle sahen Jack schweigend an. »Wo kommt er denn her?« knurrte der Stiernacken. »Army«, erwiderte Sinclair knapp. Er winkte Jack heran. »Archer, das ist Ian Campbell, unser Waffenmeister.« »Army«, schnaubte Campbell. »Was haben Sie euch dabei gebracht?« Jack stand automatisch stramm, als er antwortete. »Sir, komplette Grundausbildung plus spezielle Taktiken für den Wüstenkrieg.« Campbell lachte abfällig. »Sandkastenspiele. Na, gratuliere. Und? Auch mal selber Action gesehen?« »Kampfeinsatz in Afghanistan, Sir. Mehrfacher direkter Feindkontakt.« »Auch mit unserer Art von Feinden«, warf Sinclair ein. Der bullige Ausbilder rieb sich die Schläfe. »Verstehe. Du hast mal einen Geist gesehen und deswegen glaubst du jetzt, du wärst der Schrecken aller Dämonen. So in etwa?« Jack hörte, wie die Rekruten kicherten und wollte widersprechen, doch Campbell ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Dein Name ist Archer, oder? Also Bogenschütze. Dann solltest du mit der hier ja umgehen können.« Er griff nach der Armbrust und warf sie Jack zu. Jack gelang es gerade noch, die Waffe aufzufangen. Nervös drehte er sie hin und her, um sie in eine halbwegs vernünftige Haltung zu bringen. »Sag Bescheid, wenn die Jongliernummer vorbei ist, ja?« kommentierte Campbell seine Bemühungen. Jack merkte, wie er rot wurde. Nichts anmerken lassen, dachte er. Endlich hatte Jack das Gefühl, die Armbrust unter Kontrolle zu haben. »Bin bereit, Sir.« »Wunderbar. Dann dreh dich mal Richtung Wand«, befahl Campbell. »Nimm das Gerät hoch und spann es ganz vorsichtig.« Jack versuchte, den Anweisungen Folge zu leisten, doch das war gar nicht so leicht. Er hatte noch nie eine Armbrust in der Hand gehalten, er hatte keine Ahnung, wo und wie man sie spannte. Doch eines war klar, das würde er diesem Kerl nicht auf die Nase binden. Jack gab sich alle Mühe, souverän zu wirken, während er hier ein Rädchen ausprobierte und dort an einem Hebel zog. Und tatsächlich, der Bolzen ließ sich nach hinten schieben und rastete mit einem beruhigenden Klicken ein. Geschafft! Jack nahm eine Haltung ein, wie er sie vom Schießstand gewohnt war, legte die Armbrust an und wollte hinüber zu dem Ausbilder blicken. Jack hatte noch nicht den Kopf gedreht, da hörte er plötzlich ein lautes Schnappen. Der Griff der Armbrust schlug gegen seinen Oberarm und irgendwo zersplitterte Glas. Jacks Augen rasten zurück zur Waffe. Der Bolzen lag nicht mehr in der Führung. Jack hob den Kopf, um zu sehen, wo das Geschoss eingeschlagen war, doch Campbell kam ihm zuvor. »Gratuliere, Archer. Wenn wir mal gegen besessene Glasvitrinen antreten müssen, bist du unser Mann.« »Guter Schuss«, grinste die Asiatin mit dem orangenen Haar, als alle etwas später auf den Flur hinaustraten. Sie hieß Sachiko und war Japanerin. Jack bemühte sich, das Grinsen zu erwidern. »Freut mich, dass ich für Unterhaltung sorgen konnte.« »Unterhaltung ist ja schön und gut«, konterte eine Frauenstimme hinter ihm. »Aber ein Profi wäre mir lieber als ein Pausenclown.« Jack drehte sich um. Hinter ihm stand die zweite Frau der Truppe, Stacy. »Bei der Army lernt man eine Menge, aber Armbrustschießen gehört nicht dazu«, meinte Jack mit einem entschuldigenden Lächeln. »Gegen Dämonen zu kämpfen ist was anderes, als ein bisschen in der Wüste zu ballern«, bügelte Stacy ihn ab. »Die Jobs sind gefährlich genug. Da will ich nicht auch noch Babysitter für Anfänger spielen müssen.« Jack sah hilfesuchend zu Sachiko, doch bevor die etwas sagen konnte, kam der dritte Rekrut hinzu, Hassan, ein Ägypter. »Ja, ganz Unrecht hat sie ja nicht«, warf er ein. »Ich meine, wir drei sind ein super Team. Sachiko macht den Nahkampf, Stacy übernimmt die Artillerie
und ich bin der Mann für die Aufklärung. Hassan sah Jack ins Gesicht. Was haben wir von einem Ex-Army-Typen im Team? Willst du Bombenangriffe auf Dämonen befehlen? Er schüttelte den Kopf. Was kannst du, was wir nicht eh schon können? Unwillkürlich fuhr Jacks Hand zu dem Brandmal auf seiner Brust. Doch bevor er etwas sagen konnte, trat John Sinclair zu der Gruppe. Ist das jetzt unsere Art, neue Rekruten zu begrüßen? Er sah jedem der Reihe nach in die Augen. Stacy und Hassan senkten den Blick. Nein, Sir. Sinclair legte seine Hand auf Jacks Schulter. Ich habe Mr. Archer gebeten, sich unserem Team anzuschließen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eine wertvolle Bereicherung für uns ist. Aber falls irgendjemand von Ihnen glaubt, dass ich mich geirrt habe, dann sagen Sie es mir ruhig. Sinclair schaute in die Runde. Niemand sagte ein Wort. Er nickte. Dann wäre das ja geklärt. Wir sehen uns alle morgen nach dem Frühstück. Er wandte sich an Jack. Miss Julia zeigt Ihnen jetzt Ihr Zimmer. Jacks Zimmer war eher eine Kammer, ein kleiner Raum unter der Dachschräge. Jack störte sich nicht daran. Die spärliche Ausstattung erinnerte ihn an das Kloster. Außerdem hatte er schon schlechter gehaust. Er packte seinen Koffer aus und ging hinüber zum Fenster. Der Regen hatte aufgehört. Hinter den Bäumen des Parks sah Jack in einiger Entfernung die Lichter eines kleinen Ortes. An diesem Tag war so viel passiert, er konnte unmöglich jetzt schon schlafen gehen. Er stieg die Treppen hinab, bis er in die Eingangshalle kam, wo Miss Julia an einem Kaffeetisch vor einem Laptop saß. »Ich gehe noch mal in den Ort, vielleicht in den Pub«, erklärte er ihr. »Wie komme ich nachher wieder rein?« »Die Pforte ist rund um die Uhr besetzt«, erwiderte sie. Jack wandte sich zum Gehen, da fügte Miss Julia noch etwas hinzu. »Ach, übrigens, sehen Sie das Loch dort in der Decke?« Er hielt überrascht inne und hob den Kopf. In einem der Holzquadrate der Kassettendecke war ein kleines, kreisrundes Loch. »Das war eine Ihrer Kolleginnen, als sie das erste Mal eine Armbrust in der Hand hatte«, erklärte Miss Julia, während sie weitertippte. Jack musste lächeln. »Vielen Dank, Miss Julia.« »Gute Nacht, Mr. Archer.« Lange hielt die gute Laune, die sich nach Miss Julias Bemerkung eingestellt hatte, nicht vor. Auf dem Weg zum Pub musste er immer wieder an Hassans Frage denken. Was hatte er in diesem Team zu suchen? Warum glaubte Sinclair, dass er dazugehörte? Die anderen Rekruten schienen es jedenfalls für keine gute Idee zu halten. Als Jack das Lokal betrat, war er der einzige Gast. Es war ein typischer Dorfpub, dunkle Holzmöbel, niedrige Decke, in der Luft der Geruch von kaltem Rauch und abgestandenem Bier. Der Wirt, ein untersetzter, grauhaariger Mann mit Vollbart, schaute gelangweilt einen Krimi, der auf dem Fernseher in der Ecke lief. »Kann ich noch ein Bier kriegen? Ein Bitter, wenn's geht«, sagte Jack und setzte sich an die Theke. Der Mann dahinter schaltete den Fernseher stumm und begann zu zapfen. »Auf der Durchreise?« fragte er, als er das Glas vor Jack abstellte. »So ungefähr«, wich Jack aus. »Ich sehe mich ein bisschen um und überlege, ob ich bleiben soll.« »Oh, ist nicht die schlechteste Gegend.« Der Wirt goss sich ein Wasser ein. »Man ist schnell in der Stadt, wenn man mal hin muss, aber weit genug weg von den ganzen Verrückten, die sich da rumtreiben.« »Verrückte?« fragte Jack und nippte an seinem Bier. »Wen meinen Sie?« »Ach, die Irren, die man da so trifft. Banker, die glauben, sie könnten sich die ganze Welt kaufen. Serienkiller auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Geheimdienste, die alles aufzeichnen, was du machst. Hier draußen gibt es sowas nicht.« Er hielt kurz inne und seine Miene wurde nachdenklich. »Jedenfalls so gut wie nicht.« »Wieso? Gibt es irgendwelche komischen Vorkommnisse?« fragte Jack mehr aus Höflichkeit denn aus echtem Interesse. Der Wirt musterte Jack von oben bis unten. »Sind Sie von der Polizei oder sowas? Sie haben sowas an sich, irgendwie...« Jack fluchte innerlich. Er war noch keine 24 Stunden im Dunstkreis von Scotland Yard, aber der Stallgeruch schien ihm schon anzuhaften. Er entschied, so nah wie möglich bei der Wahrheit zu bleiben. »Sowas Ähnliches. Aber wenn Sie nicht darüber reden wollen, behalten Sie Ihre Geschichte einfach für sich.« Der Wirt lehnte sich verschwörerisch vor.
Es geht um dieses alte Haus da, an der Straße zum Motorway. Alle denken, das ist verlassen, aber ich sag Ihnen, da gehen komische Dinge vor. Da hausen irgendwelche Leute drin. So ein komisches Mädel, die hat jeden Tag eine andere Haarfarbe. Und so ein Araber oder sowas in der Kante, der ist bestimmt ein Terrorist. Jack seufzte und hörte den Ausführungen des Mannes nicht weiter zu. Das war das Geheimnis. Der Typ hatte mitgekriegt, dass es die Academy gab. Immerhin könnte Jack Morgan Sinclair und seinem arroganten Team unter die Nase reiben, dass ihre Tarnung lausig war. Finden Sie das nicht auch? Die Stimme des Wirts holte Jack aus seinen Gedanken. Der Bärtige blickte ihn auffordernd an. Was? Jack hatte keine Ahnung, wovon der Kerl geredet hatte. Egal, am besten zustimmen. Ja, natürlich. Das schien den Wirt zufriedenzustellen. Gut, wurde auch höchste Zeit, dass sich das einer mal näher anguckt. Jack nahm wieder einen Schluck von seinem Bier. Was würden Sie tun, wenn Ihnen jemand sagen würde, dass Sie Ihren Job nicht gut machen? Der Wirt schaute überrascht. Ist mit dem Bier was nicht in Ordnung? Jack winkte hastig ab. Nein, alles bestens. Rein hypothetisch. Stellen Sie sich vor, jemand macht einen neuen Pub hier auf, den alle Leute besser finden. Und dann sagen die Ihnen, wir brauchen Sie nicht, kommen gut ohne Sie klar. Was würden Sie machen? Der Wirt überlegte, dann erklärte er, »Das ist Ihr Traumjob. Machen Sie ihn so gut wie möglich. Alles andere ergibt sich von selbst.« Er grinste, als er Jacks verdutztes Gesicht sah. »Ich stehe schon lange hinter der Theke. Wenn Gäste über Probleme reden wollen, dann immer über ihre eigenen. Wenn Sie mich also fragen, ob ich um meinen Traumjob kämpfen würde, dann kann ich mir schon denken, woher der Wind weht.« Also habe ich mich entschieden, uns beiden Zeit zu sparen. So viel zum Thema miese Tarnung, dachte Jack, nippte an seinem Bier und spürte plötzlich einen Windstoß. Die Tür hinter ihm öffnete sich und ein weiterer Gast kam herein. Wow, ist hier heute irgendwo ein Kostümfest? Kommentierte der Wirt. Was kann ich Ihnen bringen? Der Fremde schwieg. Jack hörte schwere Schritte näher kommen, dann... Ganz unerwartet begann das Mal auf seiner Brust zu brennen. Das Bild des Fernsehers zitterte, dann schaltete sich das Gerät ab. Oh, was hat die Kiste denn jetzt schon wieder? Fluchte der Wirt. Jack wandte sich um und sah sich den Neuankömmling an. Es war eine hagere Gestalt in einem dunklen Mantel mit weit geschnittener Kapuze. Das Gesicht des Mannes lag in deren Schatten, doch Jack konnte zwei Augen sehen, die wirkten, als ob sie glühten. »Unsinn, das gibt es nicht«, machte er sich klar. Andererseits, er hatte heute schon anderes gesehen, das es nicht geben sollte. Nach einem Dämonenwurm in seiner Brust waren glühende Augen eigentlich keine Überraschung. Der Fremde trat nahe an Jack heran und Jack bemerkte etwas, das ihn noch mehr verstörte als das Brennen auf seiner Brust. Er konnte keinen Atem hören. Der Fremde stand weniger als einen Meter von ihm entfernt. Doch da war nichts. »Hey, geh was auf Abstand, ja?« ließ sich plötzlich der Wirt vernehmen. »Ich mag's nicht, wenn Leute in meinem Pub Ärger machen wollen.« Die Gestalt wirbelte herum, ein Arm schnellte vor, packte den Barkeeper an der Kehle und stieß ihn mit Wucht zurück. Der rundliche Mann prallte gegen das Regal mit Whiskyflaschen hinter der Theke. Jack hörte das widerliche Knacken, mit dem das Genick des Wirtes brach. Sofort sackte der Mann leblos zusammen. Jack hatte geistesgegenwärtig versucht, Abstand zwischen sich und den Fremden zu bringen. Jetzt, viel zu früh für einen kompletten Rückzug, richteten sich die glühenden Augen auf ihn und das Mal auf Jacks Brust begann immer intensiver zu brennen. »Was zum Teufel ist das?« Jack rieselte es eiskalt den Rücken hinunter. Jack und die Kreatur umkreisten sich wie zwei wilde Tiere, die die Schwachstelle des Gegners ergründen wollten. Dabei manövrierte sich Jack unauffällig so, dass er einen Tisch zwischen sich und den unheimlichen Mörder brachte. Aus dieser Position heraus täuschte er einen Ausfall nach rechts an. Die Gestalt fiel darauf herein. Jack nutzte den Moment, griff sich einen Stuhl und schleuderte ihn in Richtung seines Gegners. Doch der fischte ihn mit Leichtigkeit aus der Luft, schleuderte ihn mit doppelter Kraft zurück. Jack konnte sich gerade noch ducken, bevor der Stuhl über ihm an der Wand zerbrach. »Warum habe ich keine Waffe dabei?«,
fragte er sich selbst und sagte dann laut, »Mit wem habe ich das Vergnügen?« Vielleicht ließ sich der Fremde ja durch Reden ablenken. Doch als Antwort ertönte nur ein Fauchen. »Nicht besonders gesprächig, was?« fuhr Jack fort. »Schade, ich weiß immer gern, wie jemand heißt, bevor ich ihn fertig mache.« Ein Bierglas sauste an Jacks Kopf vorbei und zerschellte an der Wand. Er spürte, wie sich einige der Scherben in seinen Nacken bohrten. Hektisch suchte er mit den Augen den Raum nach etwas ab, mit dem er sich verteidigen könnte. Auf dem Tresen lagen Streichhölzer. Hatte Campbell nicht etwas von Feuer als Waffe gegen Dämonen gesagt? Kurz entschlossen hechtete Jack in Richtung Theke. Er griff sich die Streichhölzer, während er sich über den Tresen schwang, um gleich dahinter in Deckung zu gehen. Über seinem Kopf schlug ein weiterer Stuhl im Schnapsregal ein. Jack erspähte ein Bündel zerknüllter Handtücher, die unter der Spüle lagen. Er angelte nach einem davon. Dann nahm er eine Flasche Stroh rum, die den Einschlag überstanden hatte, und goss genug von dem Inhalt über das Tuch, um es damit zu tränken. Hastig stopfte Jack den Stofflappen in den Flaschenhals, während er hörte, wie sich die Kapuzengestalt mit langsamen Schritten näherte. Mit zitternden Händen rieb er ein Streichholz an der Schachtel. Doch das dünne Holz splitterte unter dem Druck seiner Hände. Beißender Schwefelgeruch stieg Jack in die Nase. Er sah den Schatten, als der Kapuzenmann die Theke erreichte und sich darüber hinwegbeugte. Rasch griff Jack das nächste Streichholz, rieb es und die Flamme züngelte auf. Ein überraschtes Zischen ertönte über seinem Kopf. Ohne zu zögern hielt Jack das brennende Streichholz an den zusammengebastelten Molotow-Cocktail. Einen Moment fürchtete er, dass Strohrum nicht brennbar genug sein würde, doch dann griff die Flamme über. Sofort sprang Jack auf und hielt die Flasche mit ausgestrecktem Arm vor sich. Die Aktion zeigte Wirkung. Der Kapuzenmann wich zurück. Jack machte einen Ausfallschritt in Richtung seines Gegners. »Ja, jetzt bist du überrascht, was? Hattest du es dir leichter vorgestellt?« höhnte er und versuchte, über die Theke in den Gastraum zu klettern. Die Flamme hielt er dabei zwischen sich und seinen Gegner. Ein Bein über den Tresen, dann das andere, etwas abstützen, geschafft. Schritt für Schritt, immer den Feind im Auge, arbeitete Jack sich in Richtung Tür vor. Er hatte schon den halben Weg geschafft, da schnellte sein Angreifer plötzlich mit unmenschlicher Geschwindigkeit vor, riss Jack den Molotow-Cocktail aus der Hand und schleuderte die Flasche in eine Ecke des Raumes. Schlagartig tauchte ein Feuerball den Pub in rotes Gleißen. Brennender Alkohol ergoss sich über Tische und Stühle, Flammenzungen griffen nach Vorhängen und Regalen. »Hey Mann, was soll der Scheiß? Ich denke, du hast Angst vor Feuer«, zischte Jack, ehe zwei klauenartige Hände seinen Hals umschlossen. Jack riss den rechten Arm hoch und rammte seine Finger direkt in die rotglühenden Augen des Kapuzenmanns. Der schrie auf, sein Kopf zuckte zurück, der Griff um Jacks Hals lockerte sich. Jetzt musste er reagieren. Jetzt hatte er die erhoffte Gelegenheit, sich zu verdrücken. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sich die Flammen im Pub ausbreiteten. Nicht mehr lange und sie würden die Tür erreichen. Jack wäre dann jeder Fluchtweg abgeschnitten. Nun begann auch noch dicker Qualm den Raum zu füllen. Es wurde Zeit, dass er hier rauskam. Er verlagerte sein Gewicht, um sich aus dem Griff seines Gegners zu winden, doch schon schnellte der Kopf des Kapuzenmannes vor, auf Jack zu. Durch die rasche Bewegung rutschte dem Kerl die Kapuze vom Kopf und Jack starrte zu seinem Entsetzen in das Antlitz eines kohlefarbenen Totenschädels. Die Augenhöhlen, in die eben noch seine Finger gestochen hatten und in denen er Augäpfel zu fühlen geglaubt hatte, waren erfüllt von einem roten Glühen. Doch ansonsten waren sie leer. Jack taumelte zurück und der schwarze Unterkiefer schob sich entschlossen nach vorn, als Jacks Gegner sein Gesicht ganz nahe an seines brachte. Jack war starr vor Schreck. Der Moment, in dem er hätte flüchten können, verstrich ungenutzt. Die Hand der Kreatur krallte sich noch fester um seinen Hals. Jack spürte die Hitze des Feuers. Aus dem Augenwinkel sah er den rettenden Ausgang hinter einer Flammenwand verschwinden. Doch noch war er nicht bereit aufzugeben. Er nahm das Kinn auf die Brust und schlug mit beiden Händen von unten gegen die Ellenbogen seines Gegners, während er den Kopf nach hinten zog, um aus der Umklammerung der Klauen zu entkommen. Doch der tödliche Griff lockerte sich nicht. Jack fühlte, wie die knochigen Klauen mehr und mehr um seinen Hals krochen, bis sie in seinem Nacken aufeinander trafen. Jack konnte sich nicht befreien.
Er spürte, wie seine Lungen nach Luft schrien, doch konnte er nicht atmen unter dem Würgegriff seines Gegners. Jacks Bewegungen wurden schwächer, sein Bewusstsein trübte sich und die Welt vor seinen Augen schien dunkler zu werden. Sinclair hatte sich geirrt, ging es ihm durch den Kopf. Ich bin kein Kämpfer. Plötzlich übertönte ein gellender Schrei das Prasseln des Feuers und mit einem Mal waren die Klauen weg, die Jacks Hals fest umklammert hatten. Jack sackte zusammen. Röchelnd sog er die Luft ein und musste sofort husten, als Rauch seine Lungen füllte. Wie in Zeitlupe sah er den Totenkopfkerl nach hinten fallen, in der Stirn den Bolzen einer Armbrust. Die Kreatur schlug auf den Boden auf und zerfiel im selben Moment vor Jacks Augen zu Staub. Zurück blieben nur der Mantel und der Armbrustbolzen, der klackernd zu Boden fiel, als ihn keine Stirn mehr hielt. Bevor Jack begriff, was geschehen war, stand Stacy im Pub, breitbeinig, inmitten der lodernden Flammen, eine Armbrust in der rechten Hand. Mit wenigen Schritten kam sie herüber, hob den Bolzen auf und zog Jack zu sich hoch. »Alles okay?« Jack wollte antworten, doch mehr als sein heiseres Krächzen kam nicht aus seiner Kehle. Stacy griff sich einen Stuhl und drosch mit ihm auf das nächste Fenster ein. Die Scheibe splitterte und die Flammen loderten auf, als sie frischen Sauerstoff bekamen. »Los, raus!« Stacy warf den Stuhl beiseite und zog Jack zum Fenster. Nacheinander kletterten sie hinaus. Kaum dass Jack das Stück Rasen neben dem Pub erreicht hatte, brach er zusammen. Doch Stacy zog ihn unerbittlich wieder hoch auf die Füße. »Weiter!« trieb sie ihn an. »Ich habe keine Lust, es mit der Feuerwehr zu tun zu bekommen.« Jack schleppte sich vom brennenden Pub weg. »Danke«, brachte er heraus. »Das war kein schlechter Schuss.« »Geweihtes Holz«, erklärte Stacy knapp. »Woher wusstest du, dass ich hier bin?« wunderte sich Jack. Sie sah ihn kühl an. »Der Boss hat sich schon gedacht, dass du einen Babysitter nötig hast.« In der Ferne waren die ersten Feuerwehrsirenen zu hören. Stacy drehte sich um und blickte auf den brennenden Pub. Sie schüttelte den Kopf. »Ich wusste, dass du ein Amateur bist, aber wie hast du es geschafft, dich so schnell mit einem Dämon anzulegen? Ziehst du die an oder was?« Jack hätte lieber seine Zunge verschluckt, als ihr zu antworten, während er an das Mal des Iblis auf seiner Brust dachte und erschauerte. Jack hätte gewettet, die anderen würden ihn beim Frühstück mit Fragen löchern. Doch als er in den kleinen Speiseraum kam, nickten Sachiko, deren Haare heute gelb mit dem Sonnenlicht wetteiferten, und Hassan ihm nur kurz zu und aßen weiter. Stacy war nirgendwo zu sehen. Das Buffet erinnerte Jack an ein mittelmäßiges Hotel. Er nahm sich zwei Spiegeleier, Baked Beans und ein paar gegrillte Tomaten. Einen Moment überlegte er, ob er sich zu den anderen beiden setzen sollte, da winkte Hassan ihn schon herüber. »Hey, komm rüber, hier ist noch frei.« Jack folgte der Aufforderung. Als er seinen Teller abstellte, entschuldigte sich Hassan sofort bei ihm. »Tut mir leid wegen gestern, Mann. Das muss sich beschissen angefühlt haben. Der Boss karrt dich in so ein Haus im Nirgendwo und kaum bist du da, ranzen dich alle an. Sorry, ehrlich.« Jack sah Hassan überrascht an und bemerkte dessen raschen Seitenblick zu Sachiko. Die nickte lächelnd zurück. Jack gab sich Mühe, ein Grinsen zu unterdrücken. Daher wehte also der Wind. Anscheinend hatte sie sich Hassan vorgenommen. Aber egal. Entschuldigung war Entschuldigung. Er klopfte Hassan auf die Schulter. »Schon gut. Ich habe gestern ja auch nicht gerade das beste Bild abgegeben.« Er setzte sich und spürte dabei die Prellungen, die er sich bei dem Kampf am Vorabend zugezogen hatte. Hassan schnüffelte, als Jack sich neben ihn setzte. »Hast du gestern an einem Lagerfeuer gesessen?« »Alles in Ordnung?« fragte nun auch Sachiko. »Das an deinem Hals da, sind das Würgemale?« Mist. Jack war zu müde gewesen, um die Spuren zu bemerken, die die Auseinandersetzung an seinem Körper hinterlassen hatte. »Na ja«, begann er. »Ich habe gestern Abend einen kleinen Eindruck davon bekommen, mit wem ihr es hier so zu tun habt.« Er erzählte den beiden von dem Totenkopfkerl, der ihn angegriffen hatte, und wie Stacy ihm im letzten Moment zu Hilfe gekommen war. Sachiko sah ihn ernst an. »Das ist merkwürdig. Du bist gerade erst hier und schon läuft dir ein Dämon über den Weg.«
Jack verstand nicht. Ich dachte, sowas passiert euch jeden Tag. Hassan schüttelte den Kopf. Nicht hier und nicht so. Normalerweise gehen wir dahin, wo die Geister sind, nicht umgekehrt. Der Boss muss was geahnt haben, vermutete Sachiko. Sonst hätte er nicht Stacy hinter dir hergeschickt. Wo ist die überhaupt? Wunderte sich Jack. Die frühstückt wahrscheinlich zu Hause, erklärte Hassan. Er musterte das Essen und fügte hinzu, durchaus nachvollziehbare Entscheidung. Moment, ihr wohnt gar nicht hier? Wunderte sich Jack. Wir dürfen schon, aber niemand verbietet uns, stattdessen zu Hause zu übernachten, erwiderte Sachiko. Jack probierte die Bohnen und verzog das Gesicht. Hassan hatte recht. Etwas Besseres als dieses Frühstück gab es wohl überall. »Wie sieht ein normaler Tag hier aus?« wollte er wissen. »Werde ich jetzt gleich vom Zauberhut in mein Haus einsortiert? Und gibt's nachher Unterricht in der Verteidigung gegen die dunklen Künste?« Seine Kollegen lachten. »Nicht ganz«, erklärte Hassan dann. »Unser Zauberhut ist der Boss persönlich, und der hat dich ja schon einsortiert.« »Und der Unterricht ist mehr so ein Learning by Doing«, fügte Sachiko hinzu. »Entweder wir sind im Einsatz oder wir trainieren für einen.« »Hart ist«, unterbrach Hassan, »wenn der Prof uns mit Hintergrundinfos nervt. Da betest du, dass irgendwo jemand besessen ist oder ein Ghoul durchdreht. Hauptsache irgendein Einsatz, der dich da rausholt.« »So schlimm?« wunderte sich Jack. Sachiko nickte. »Seine Vorlesungen sind wunderbare Einschlafhilfen.« »Guten Tag, liebes Team!« Hassan stellte sich in Positur, als sei er ein Lehrer, der eine Klasse unterrichtete. »Heute widmen wir uns der Koboldbeschwörung im südlichen Sussex in den Jahren 1321 und 1322. Dieses Thema wird uns noch die ganze Woche beschäftigen.« Jack musste lachen, doch Sachiko warnte ihn grinsend. »Hassan übertreibt kein bisschen. Der Mann ist wirklich so.« Ein Signalton dröhnte durch den Raum und ließ Jack zusammenfahren. Sachiko und Hassan standen auf. »Na bitte«, erklärte Hassan. »Sieht so aus, als gäbe es für dich gleich die erste Runde Learning by Doing.« John Sinclair erwartete die Gruppe im Konferenzraum. Der Raum hatte früher offenbar als herrschaftliches Speisezimmer gedient. Ein mächtiger Kamin und Stuckverzierungen zeugten ebenso vom Wohlstand der einstigen Besitzer wie der langgestreckte Esstisch, an dessen Kopfende Sinclair thronte und sie erwartete. Um den Tisch herum standen gepolsterte Stühle, die mit Schnitzarbeiten verziert waren. Auf einem davon saß Stacy, auf dem anderen eine Frau in Jacks Alter. Sie hatte einen hellen Teint und wilde rote Locken umrahmten ihr Gesicht. Sie lächelte kurz, als Sachiko und Hassan sie begrüßten. Stacy hingegen warf Jack einen finsteren Blick zu. Er ließ sich davon nicht irritieren und setzte sich zusammen mit den anderen an den Tisch. »Guten Morgen«, begann Sinclair. Er wandte sich an Jack. »Die Dame neben mir ist Kathy O'Leary, ein sehr talentiertes Medium. Leider konnte ich sie bisher nicht überzeugen, Teil der Academy zu werden«, doch sie hat uns schon oft ihre Fähigkeiten zur Verfügung gestellt. Er sah in die Runde. Ich nehme an, dass sich die Geschehnisse von gestern Abend bereits herumgesprochen haben? Alle nickten schweigend. Es gibt Grund zu der Annahme, dass der Angriff mit dieser Ausstellung hier zusammenhängt. Sinclair schaltete mit einer Fernbedienung den Monitor ein, der hinter seinem Platz hing. Darauf erschien das Bild eines Plakats. Kultobjekte der Welt von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Unter dem Namen waren Bilder aller möglichen rituellen Objekte zu sehen, primitive Steinidole genauso wie goldene Amulette und Altarbilder. »Die Ausstellung wird morgen Nachmittag eröffnet«, fuhr Sinclair fort. »Aber ich möchte, dass Sie sich schon vorher einmal dort umsehen.« »Verzeihung, Sir«, meldete sich Sachiko. »Aber wieso glauben Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt?« Sinclair drückte einen Knopf auf der Fernbedienung. Das Bild auf dem Monitor wechselte, nun war eine Tusche-Illustration zu sehen, eine Gruppe schwarzer Skelette im Kampf mit einer Übermacht von Soldaten. »Das hier ist ein Bild aus der Ausstellung«, erklärte Sinclair. »Zumindest Mr. Archer und Miss Cole dürfte es bekannt vorkommen, oder?« Das tat es allerdings. Selbst die glühenden Augen waren auf dem Bild zu sehen. »Aus welchem Jahr stammt dieses Bild, Sir?«
wollte Jack wissen. »Ganz genau kann Ihnen das nur Professor Rashbold erklären«, erwiderte Sinclair, »aber es ist mindestens 1000 Jahre alt.« Sinclair schaltete den Monitor aus. »Es gibt aber noch andere Hinweise, dass in dieser Ausstellung merkwürdige Dinge vor sich gehen.« Er nickte Miss O'Leary zu. Die sammelte sich einen Moment, bevor sie mit ruhiger Stimme zu sprechen begann. »Die Visionen fingen schon vor Wochen an. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und hatte dieses Bild im Kopf. Neben meinem Bett habe ich immer Stift und Papier liegen, darum konnte ich es gleich aufzeichnen.« Sie hielt ein Blatt Papier hoch. Darauf war eine kleine Statue zu sehen, die auch auf dem Plakat abgebildet war. »Es blieb nicht bei diesem einen Mal«, fuhr sie fort und hielt einen Packen Zeichnungen hoch. »Jede Nacht hatte ich eine neue Vision.« Sie gab die Bilder weiter. Auf jedem war ein Kultgegenstand zu sehen, alle schienen aus unterschiedlichen Epochen zu stammen. »Ich habe Miss O'Learys Zeichnungen mit dem Ausstellungskatalog verglichen«, warf Sinclair ein. »Alle diese Objekte werden dort aufgeführt.« »Aber da war noch etwas«, fuhr das Medium fort. »Ein Gefühl, eine...« Sie suchte nach Worten. »Eine Schwärze, die sich auf alles Empfinden legte, bis ich das Gefühl hatte, dass sie meine Seele erstickt.« Sie hielt das letzte Blatt hoch. »Vorletzte Nacht habe ich das gesehen.« Die Zeichnung war anders als die anderen, düsterer und emotionaler. Die Linien waren rasch aufs Papier geworfen, als wären sie in Panik entstanden. Dennoch erkannte Jack sofort, was darauf zu sehen war. Zwei Schlangen im Kampf miteinander, die Giftzähne jeweils am Leib des Gegners. Das Mal des Iblis. Jack schluckte und wollte etwas sagen, doch Sinclair brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Das ist das Zeichen des Iblis, eines der höchsten Dämonen der Hölle. Die Ausstellung enthält auch einige Objekte aus dem Iblis-Kult. Ich muss wohl niemandem sagen, was für eine Gefahr davon ausgehen könnte.« »Wäre es nicht besser, die Ausstellung zu verhindern?«, sagte Stacy. Sinclair schüttelte den Kopf. »Viele Stücke stammen aus der Sammlung eines wohlhabenden Leihgebers, der gute Beziehungen zur Politik hat. Ich habe schon versucht, Bedenken anzumelden, aber die Ansage kam von ganz oben. Die Ausstellung findet statt.« Sachiko fluchte. »Scheiß Korruption. Solange die Parteispenden stimmen, ist denen alles andere egal.« Sie trat gegen eines der Tischbeine, das ein splitterndes Geräusch von sich gab. Der Ausbruch überraschte Jack. Sachiko war ihm bislang sehr gelassen vorgekommen. Hassan legte ihr besänftigend die Hand auf die Schulter. »Immer langsam. Spar dir deine Wut für die Dämonen. Der Tisch tut uns nichts. Und wenn doch, schieße ich ihn sofort ab«, fügte Jack grinsend hinzu. »Hast ja gestern gesehen, wie gut ich das kann.« Sinclair nickte Hassan zu. »Mr. al-Baghdadi hat recht. Wir sollten auf Feindberührung vorbereitet sein. Ich möchte, dass die Ausstellungsräume ab jetzt rund um die Uhr überwacht werden. Wenn es da eine Bedrohung gibt, sollten wir sie vor der Eröffnung ausschalten.« Er stand auf. »Für die Überwachung werde ich sie in Zweiergruppen einteilen.« »Sir?« unterbrach ihn Stacy. »Ich möchte Sie um etwas bitten.« Sinclair sah sie überrascht an. »Ja, Miss Cole?« »Ich möchte nicht mit Jack in einem Team arbeiten. Gestern beim Kampf habe ich gemerkt, dass wir harmonieren nicht miteinander.« Alle schauten überrascht zu ihr hinüber. Jack spannte sich an und merkte, wie Ärger in ihm hochkroch. Er ahnte, woher der Wind wehte. »Ich hatte eigentlich nicht vor, meine Planung, Ihren Launen anzupassen, Miss Cole«, tadelte Sinclair sie kühl. Dann deutete er auf seine Unterlagen. »Allerdings haben Sie Glück. Ich hatte Sie sowieso für den Dienst mit Miss Mito eingeteilt. Sie übernehmen zusammen die erste Schicht. Jack, Sie und Hassan lösen die beiden heute Nachmittag ab.« Stacy atmete auf. Doch John Sinclair war noch nicht fertig. »Sie sind ein Team. Dazu gehört, dass man sich vertraut. Wenn jeder hier den Einzelkämpfer spielt, haben wir keine Chance.« Sinclair bedankte sich bei allen und erklärte das Meeting für beendet. Als Jack mit den anderen den Raum verlassen wollte, rief Sinclair ihn zurück. Er wartete, bis sie allein waren, bevor er zu sprechen begann. »Haben Sie etwas Geduld mit Miss Cole. Teamwork ist nicht Ihre Stärke. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass ich Ihnen vertrauen kann.«
Jack bedankte sich bei ihm, doch es gab noch etwas, das ihn beschäftigte. »Sir, dieser Skelettkrieger, oder was das gestern war, wie konnte der mich so einfach finden? Hat das etwas mit dem Iblis-Mal zu tun?« Sinclair nickte. »Wer das Mal trägt, ist weithin sichtbar für Dämonen.« Jack schluckte. »Sollte ich dann nicht den anderen davon erzählen?« »Das ist eine schwierige Sache«, erwiderte Sinclair. »Sie haben ja sicher schon gemerkt, dass ich Sie bisher davon abgehalten habe. Aber im Grunde haben Sie recht. Die anderen sollten Bescheid wissen. Andererseits kennen Sie Miss Coles Haltung Ihnen gegenüber. Was glauben Sie, was passiert, wenn sie jetzt erfährt, dass Sie ein Dämonenmal tragen?« »Dann krieg ich wahrscheinlich den nächsten Armbrustbolzen ab.« Jack sagte das nur halb im Scherz. »Ganz so schlimm wäre es nicht«, beruhigte Sinclair ihn, »aber es würde das Vertrauen auch nicht gerade fördern.« Er steckte seine Unterlagen in eine abgewetzte Lederaktentasche und sah Jack ernst an. »Es ist wichtig, dass Sie den richtigen Zeitpunkt abpassen, um es den anderen zu sagen. Aber den werden Sie finden. Auch da vertraue ich Ihnen voll und ganz.« Sinclair verabschiedete sich und ging. Schön, dass Sinclair ihm vertraute. Jack allerdings war sich seiner selbst gerade nicht mehr so sicher. »Meinst du nicht, dass es Zeit für ein neues Auto ist?« Jack saß auf dem Beifahrersitz von Hassans Kleinwagen, der sich quietschend durch den Stadtverkehr mühte. Ob sein Sitz im nächsten Moment durch das Bodenblech brechen würde? Hassan winkte ab. »Ein neuer Wagen ist komplette Geldverschwendung. Der Schwager meiner Cousine hat eine kleine Werkstatt. Da lasse ich den Kleinen ab und zu überprüfen. Ist alles in Ordnung?« Im selben Moment ließ eine heftige Fehlzündung den Wagen vibrieren. Hassan drückte aufs Gas, um gefährlich nahe an einem Fahrradkurier vorbeizuziehen. »Man muss nur darauf achten, den Motor in seinem bevorzugten Drehzahlbereich zu fahren.« Jack antwortete nicht, sondern hielt sich lieber an der Handschlaufe über der Tür fest. Als das Überholmanöver vorbei war, wechselte er das Thema. »Woher kommst du eigentlich?« Hassan grinste. »Birmingham. Überrascht?« »Ein bisschen schon«, gab Jack zu. »Ich meine, schon klar, ich bin in Kairo geboren, aber meine Eltern sind hierher gekommen, als ich noch ganz klein war. Mein Dad war das lebende Klischee. Teppichhändler«, lachte Hassan. »In der Schule haben sie mich immer gefragt, ob wir ein Kamel statt einem Auto haben. Und mein Vater hätte da, glaube ich, nicht mal was gegen gehabt.« »Wie kommt man vom Teppichhandel zur Geisterjagd?«, fragte Jack. »Fliegende Teppiche«, sagte Hassan. Jack starrte ihn ungläubig an und Hassan lachte lautlos. »Kleiner Spaß, Mann.« Dann wurde er ernst. »Ich war ein ziemlicher Idiot, als ich jünger war. Bin von der Schule geflogen und hab mit den falschen Leuten rumgehangen. Einbrüche, Diebstahl.« Jack nickte. Das kam ihm bekannt vor. Hassan fuhr fort. »Irgendwann habe ich mich dann für schwarze Magie und sowas interessiert.« Er bog in eine Seitenstraße ein. »Eines Tages habe ich mir in den Kopf gesetzt, einen Djinn zu beschwören. Blöde Idee.« »Wieso?«, wollte Jack wissen. »Ach, Djinns sind keine lustigen Geister, die dir drei Wünsche erfüllen. Die sind das übernatürliche Gegenstück zu einer Splitterbombe.« Hassan seufzte. »Und dank mir ist einer davon im Haus meiner Eltern gelandet.« »Wie schlimm war es?«, fragte Jack zögernd. »Bin als Einziger rausgekommen«, erwiderte Hassan, den Blick starr auf die Straße gerichtet. »Danach hat mich Sinclair an die Academy geholt.« »Das tut mir leid.« Jack schämte sich, das Thema angeschnitten zu haben, doch Hassan beschwichtigte ihn. »Na, kein Problem. Kannst du ja nicht ahnen. Jetzt würde ich natürlich wahnsinnig gerne wissen, wieso es dich zu uns verschlagen hat. Aber das müssen wir wohl auch später verschieben.« Er hielt vor einem luxuriös aussehenden Stadthaus aus der viktorianischen Zeit. Am Eingang hingen die Ausstellungsplakate, die sie schon von Sinclairs Präsentation am Morgen kannten. Hassan und Jack stiegen aus. »Na, dann wollen wir mal sehen, ob die Mädels das Böse schon besiegt haben«, sagte Hassan, während er den Wagen abschloss. »Nach schwarzer Magie sieht's hier nicht aus«, meinte Jack, als er mit Hassan durch die hellen Ausstellungsräume ging. Alles war schon so gut wie fertig aufgebaut.
Statuen, Kultgegenstände und Goldschmuck lagen in den Vitrinen, nur an ein oder zwei Stellen fehlte offensichtlich noch ein Objekt. »Die haben sich das hier ganz schön was kosten lassen«, kommentierte Hassan. Er hatte recht. Die Ausstellungsstücke waren mit Licht in Szene gesetzt. Schautafeln lieferten anschaulich Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Kulten und Religionen, die präsentiert wurden. »Weißt du, wer dieser Organisator ist, von dem der Boss gesprochen hat?« Jack schüttelte den Kopf. Durch eine große Doppeltür sah er einen gelben Haarschopf. »Da drüben sind Sachiko und Stacy. Mal sehen, ob die beiden was Neues für uns haben.« Hatten sie nicht. Stacy hatte zwar jede Menge Gegenstände gefunden, die aus gefährlichen Kulten stammten, aber keines davon war aktiv geworden. »Das wundert mich nicht«, erklärte sie. »Die Dinger brauchen einen Auslöser, wie Benzinkanister. Wenn die nur so rumstehen, tun die niemandem was, aber wehe, du hältst ein Streichholz dran.« »Und was könnte so ein Streichholz sein?«, wollte Jack wissen. Stacy schüttelte den Kopf. »Wenn du eins siehst, wirst du es erkennen.« »Da gibt es viele Möglichkeiten«, griff Sachiko ein. »Beschwörungen, Rituale, mächtige Dämonen in der Nähe. Aber Stacy hat recht, subtil sind die alle nicht. Wenn so etwas passiert, bekommt ihr das mit.« »Klingt nach einem lauen Nachmittag«, ließ sich Hassan vernehmen. »Durch die Ausstellung latschen und aufpassen, dass niemand einen Dämon beschwört.« »Ein paar Sachen sind echt interessant«, stimmte Sachiko zu. »Da hinten zum Beispiel bei den sumerischen Objekten. Auf der Schautafel stehen Sachen, von denen ich noch keine Ahnung hatte.« »Wie kannst du hier an Schautafeln denken?« Hassan sah Sachiko fassungslos an. »Wir stehen mitten in einem Haufen von Gold- und Silberschätzen. Hast du eine Ahnung, was das ganze Zeug wert ist?« Sachiko schüttelte amüsiert den Kopf. »Immer schön dran denken, Hassan. Bewachen, nicht mitnehmen.« Hassan verzog gespielt enttäuscht das Gesicht. »Ah, Spielverderberin.« Stacy wurde langsam ungeduldig. »Können wir los? Ich muss noch zum Krafttraining.« »Oh ja«, kommentierte Hassan. »Das ist wichtig. Ich mag's, wenn meine Frauen ein bisschen Muskeln haben.« Sachiko musste lachen, doch Stacy warf ihm einen vernichtenden Blick zu, während sich die beiden Frauen verabschiedeten. Als sie gegangen waren, grinste Hassan Jack an. »Die mag mich, ganz sicher.« Die beiden teilten sich auf. Während Hassan verkündete, sich die Ausstellungsstücke einmal näher anzusehen, meldeten sich in Jack seine Army-Instinkte. »Mach dich mit der Umgebung vertraut. Wer das Terrain kennt, hat im Kampf bessere Chancen.« Die Ausstellung verteilte sich auf mehrere Räume, die unterschiedlichen Themenkreisen gewidmet waren. Jack war nervös. Wie würde sein Mal reagieren, wenn er zu den Objekten des Iblis-Kults käme? Er durchschritt Raum um Raum, doch nichts passierte. Hatte sich das Medium getäuscht? Doch da bog er um eine Ecke und spürte plötzlich, wie das Mal auf seiner Brust zu brennen begann. Es würde Ärger geben. Jack sah sich um. Er stand in einem schmalen Flur, der auf eine große Doppeltür zuführte. Vor deren Flügeln schob ein Mann in schwarzem Anzug Wache. Irgendein privater Security-Mensch, vermutete Jack. Obwohl, etwas an der Art, wie der Typ dastand, kam ihm verdammt bekannt vor. Er konnte nur nicht sagen, woher. Jack ging langsam den Flur hinunter und spürte, wie das Brennen in seiner Brust intensiver wurde. Er spannte seine Muskeln an. Vielleicht war dieser Wächter ja auch wieder irgend so ein Dämonenkrieger. Jack hatte eine Beretta bekommen und Sinclair hatte gesagt, »Ich vertraue Ihnen.« Ganz toll. Zielen Sie auf den Kopf oder etwas Handfestes in dieser Art wäre eventuell nützlicher gewesen. »Wo wollen Sie denn hin?« Die Stimme des Wachmanns riss Jack aus seinen Gedanken. Und jetzt wusste er auch, woher er ihn kannte. Das war Doyle, sein Kamerad aus Afghanistan. Jack lachte und im selben Moment erkannte auch Doyle, wer da vor ihm stand. »Jack Archer, ich fass es nicht. Was treibt dich denn hierher?« Fast hätte Jack die Wahrheit gesagt, doch das Brennen in seiner Brust war noch immer stark. Also antwortete er, »Ich soll das hier bis zur Eröffnung bewachen.« »Ah, bist also bei der Konkurrenz«, vermutete Doyle. »Kann man so sagen.« Das Brennen in Jacks Brust wurde stärker. Konnte es sein, dass Doyle besessen war?
Jack bemühte sich, normal zu klingen, als er sich wieder an ihn wandte. »Und für wen arbeitest du?« Doyle lächelte geheimnisvoll. »Das wirst du nie erraten.« Die Türklinke hinter ihm senkte sich. »Musst du aber auch nicht«, fuhr Doyle fort. »Denn hier kommt er höchstpersönlich.« Die Tür öffnete sich langsam. Das Brennen in Jacks Brust wurde immer stärker, bis er das Gefühl hatte, die Lunte hätte das Pulverfass in seinem Inneren fast erreicht und gleich würde es explodieren. Und dann, schlagartig, war das Brennen weg. Jack keuchte überrascht. Es fühlte sich an, als hätte ihm jemand unvermittelt einen 80-Kilo-Rucksack von den Schultern gerissen. Jack legte die Hand auf die Brust. »Wusste ich doch, dass ich hier draußen jemand Bekanntes gehört habe.« Jack sah direkt in die Augen von Lieutenant Brown. »Eigentlich sind Sie schuld, dass es diese Ausstellung gibt, Archer.« Nachdem der Lieutenant einige Worte mit Doyle gewechselt hatte, hatte er Jack in den Raum hinter der Tür gebeten, eine Art Auditorium, in dem eine Bühne, Stehtische und Stühle aufgebaut waren. »Wenn Sie damals in Afghanistan nicht diese Höhle entdeckt hätten...« Er lachte. »Na gut, schon richtig. Dann wären wir beide gar nicht hier. Vor allem aber hätte ich dann nie diese faszinierenden Statuen dort gesehen. Das hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Und da ich dank meiner Familie über entsprechende Mittel verfüge, habe ich mich nach meiner Rückkehr in die Erforschung des Iblis-Kults gestürzt.« Das mit den entsprechenden Mitteln war offensichtlich. Den teuer wirkenden Anzug, den der Lieutenant anhatte, trug er mit der Leichtigkeit der Gewohnheit. Der Lieutenant bemerkte Jacks Blick und erklärte mit einem entschuldigenden Lächeln, »Ich hatte Ihnen das eigentlich schon längst erzählen wollen, aber als ich zu Ihnen ins Lazarett kam, waren Sie schon entlassen worden und danach haben wir uns aus den Augen verloren.« »Ich verstehe nicht, Sir. Was meinen Sie?« hakte Jack nach. Brown wiegte den Kopf hin und her. »Ich dachte, nachdem Sie mir das Leben gerettet haben, sollten Sie wenigstens meinen vollen Namen kennen.« »Sie heißen nicht Brown?« »Sagen wir mal, nicht nur.« Der Lieutenant gab Jack eine Visitenkarte. Jack las: »The Right Honorable Lord Mark Anthony Joseph Brown, 70th Viscount Montague.« Er stutzte. »Sie sind Anthony Montague? Von der Familie Montague?« Der Lieutenant nickte. Das war tatsächlich eine Überraschung. Die Montagues waren eines der reichsten Adelsgeschlechter in ganz England. »Ich hatte keine Lust, in Afghanistan eine Sonderbehandlung zu bekommen. Darum habe ich nichts gesagt.« Montague blätterte im Ausstellungskatalog und hielt ihn dann aufgeschlagen Jack hin. »Kommt Ihnen das nicht bekannt vor?« Jack erstarrte, denn auf der Katalogseite war das Iblis-Mal abgebildet. Er griff sich an die Brust. Doch das Mal blieb still. Montague schien Jacks Reaktion nicht bemerkt zu haben. Er legte den Katalog wieder beiseite. »Erinnern Sie sich, das war auf den Wänden der Höhle zu sehen.« Jacks Gedanken rasten. War Montague nur ein reicher Mann mit einem merkwürdigen Hobby? Das wäre ein zu großer Zufall gewesen nach allem, was passiert war. Aber wenn er von Dämonen besessen war, wieso konnte Jack dann jetzt sein eigenes Mal nicht spüren? Montague sah auf die Uhr. »Ich muss leider los. Doyle sagte, Sie arbeiten für den Wachdienst hier.« Jack nickte. Es war besser, das nicht richtig zu stellen. Montague fuhr fort. »Ich weiß, dass Sie ein fähiger Mann sind, Archer. Objektschutz ist unter Ihrem Niveau. Doyle könnte Verstärkung gebrauchen. Wenn Sie möchten, können Sie bei mir anfangen. Jemand mit Ihren Talenten kann es in meinen Diensten weit bringen.« Er drückte Jack eine Visitenkarte in die Hand. »Überlegen Sie es sich und sagen Sie mir dann Bescheid.« Montague gab Jack die Hand und blickte ihm dabei ins Gesicht. Für einen Moment spürte Jack das Mal auf seiner Brust wieder und es sah aus, als huschte ein schwarzer Schatten über Montagues Augäpfel. Doch schon im nächsten Moment war alles wieder normal. Montague verließ den Saal und Jack sah ihm, argwöhnisch geworden, nach. Da hörte er plötzlich ein Klirren und einen Schrei aus einem der angrenzenden Räume. »Holy shit!« Das war Hassans Stimme. Augenblicklich rannte Jack los,
in die Richtung, aus der Hassans Stimme gekommen war. Als Jack in den Raum stürzte, rappelte sich Hassan gerade vom Boden auf. Er zeigte auf eine Vitrine, deren Glas zerbrochen war. »Was ist passiert?«, wollte Jack wissen. »Ich war ein bisschen neugierig«, gestand Hassan. »Ich wollte mir das Mantico-Amulett mal näher ansehen. Und dann ist das da passiert.« Jack trat vorsichtig näher an die Vitrine. Auf dem polierten Holz lag ein goldenes Schmuckstück in Gestalt eines Mantikor, eines geflügelten Löwenwesens mit Menschenkopf und Skorpionschwanz. Es gab ein merkwürdiges rotes Licht ab, als ob es glühte. Und mehr noch, es pulsierte und änderte seine Form, als ob... »Sieht so aus, als ob es atmet«, vollendete Hassan Jacks Gedanken. Jack spürte, wie sich sein Mal meldete. Es pochte im Rhythmus des Glühens. »Okay, was tut man in so einem Fall?«, wollte Jack wissen. »Auf keinen Fall anfassen«, erwiderte Hassan. »Toll«, gab Jack sarkastisch zurück. »Hast du was Nützlicheres parat?« Das Amulett pulsierte schneller und sie sahen, dass es größer wurde. Hassan rollte die Augen. »Ich habe keinen Schimmer.« Jack war perplex. »Ich dachte, ihr seid Profis, was sowas angeht.« »Ich glaube, der Professor hat mal was über Mantikor-Kulte erzählt«, gestand Hassan. »Aber da war ich nicht da, weil ich ein Date hatte.« Bevor Jack etwas entgegnen konnte, erfüllte ein Pfeifen den Raum. Immer lauter und höher wurde es. Jack und Hassan pressten die Hände auf die Ohren. Sie sahen, wie das Amulett schneller pulsierte, bis nur noch ein blendendes Flackern zu sehen war. Jack kniff die Augen zusammen und sah, dass Hassan den Mund bewegte, aber es war unmöglich, ihn zu verstehen. Einen endlosen Moment lang hatte Jack das Gefühl, der schrille Ton würde direkt durch seinen Körper schneiden. Dann brach das Schrillen ab, als das Amulett explodierte. Die Druckwelle schleuderte Jack und Hassan zu Boden. Es war still. Jack rieb sich die Augen und sah sich um. Dort, wo die Vitrine mit dem Amulett gestanden hatte, hing eine dichte Rauchwolke. »Ich glaube, es ist vorbei«, hörte er Hassan sagen. Doch gerade als sich Jack entspannen wollte, fuhr ihm ein Schmerz in die linke Brust und er schrie gepeinigt auf. Aus dem Rauch kam die Antwort. Ein Gebrüll, das Jack erkannte wie jeder Kinogänger, der schon einmal einen Film von MGM gesehen hatte. Nur war dieses Gebrüll real und viel animalischer. Sekunden später schob sich ein gewaltiger Kopf aus dem Rauch hervor. Doch es war kein Löwenkopf, sondern ein zur schrecklichen Fratze verzerrtes Männergesicht. Als sich der Mund öffnete, sah Jack darin drei hintereinander angeordnete Zahnreihen. »Oh shit«, murmelte Jack. Im selben Moment teilte sich die Rauchwolke ganz und der gewaltige Körper eines Löwen mit zwei mächtigen Schwingen erschien. Mit ein paar gezielten Flügelschlägen vertrieb der Mantikor den Rauch. Er ließ seinen Schweif durch die Luft peitschen, der tödliche Giftstachel an der Spitze blitzte bedrohlich auf. Jack zog seine Beretta. Das Wesen stand vor Hassan. Jack sah, wie die Sehnen sich unter der Haut des Untiers anspannten. Jeden Moment würde es Jacks neuen Kameraden zerfleischen. Jack wollte gerade abdrücken, da drehte sich das Vieh plötzlich in seine Richtung um und setzte zum Sprung an. Er feuerte hintereinander drei Schüsse ab, zwischen die Augen des Mantikors, hechtete zur Seite und rollte sich ab. Eine gigantische Pranke landete nur Zentimeter neben ihm, als er gerade wieder auf die Füße sprang. Er feuerte erneut. Die Kugel traf das Untier in den Oberschenkel und blieb dort stecken. Die Kreatur zuckte nicht einmal. Dafür drehte sie mit beängstigender Langsamkeit ihren Kopf in Jacks Richtung. Zentimeter um Zentimeter wich er zurück, während das Dämonenwesen sich mit der Behäbigkeit eines Raubtiers, das sich seiner Beute sicher ist, für den nächsten Sprung in Position brachte. »Hassan, wirklich keine Ahnung, was helfen könnte?«, rief Jack. Hassan schüttelte nur ratlos den Kopf. Der Mantikor fauchte etwas in einer gurgelnd rauen Sprache und breitete seine Schwingen aus. Das majestätische Biest schien den ganzen Raum zu füllen. Die Spitzen der Schwungfedern strichen sanft wie ein Windhauch über die Schaukästen und Jack hörte die Federn rauschen, als es sich zum Sprung duckte. In tödlicher Schönheit glitt es auf ihn zu. Im allerletzten Moment entging Jack dem Angriff des Monsters mit einem weiteren Sprung zur Seite. »Zur Tür!«,
rief er Hassan zu, während hinter ihm der Manticore, unfähig, den verfehlten Angriff zu stoppen, gegen die Wand prallte, das Boden und Vitrinen im Raum erbebten. Jack, der sich erneut abrollte, beschloss, sich am Boden zu halten, in der Hoffnung, so ein kleineres Ziel abzugeben. Doch schon kündigte ein gutturaler Ausruf hinter ihm den nächsten Angriff an. Es trennten ihn vielleicht ein, zwei Augenblicke davon, dass sich die gewaltigen Krallen in seinen Rücken bohrten. Da hörte er Hassans Stimme. Hey, du Mutant, guck mal hierher. Ich schmeck viel besser. Hassan stand in einer Ecke des Ausstellungssaals und wedelte wie wild mit den Armen, um die Aufmerksamkeit des Manticores auf sich zu ziehen. Und tatsächlich fuhr das Untier herum, zögerte einen Moment irritiert, stürzte sich dann aber doch auf die zweite Beute. Jack beobachtete, wie Hassan sich mit einem Hechtsprung unter einen Schaukasten in Sicherheit brachte, Sekundenbruchteile bevor der Manticore direkt neben ihm aufschlug. Die Flanke des Ungetüms pflügte die Vitrine beiseite, das Glas zersprang und ging als Scherbenregen über Hassan nieder. Die Überreste des Kastens versperrten jeden Fluchtweg. Jack! Brüllte Hassan. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Manticore gab ein kehliges Grollen von sich und fing an, sich unter bösem Flüstern an Hassan heranzuarbeiten. Hastig sah sich Jack nach etwas um, das er als Waffe benutzen könnte, fand aber nichts. Kurz entschlossen nahm er Anlauf, sprang mit einem Satz auf den Rücken der Bestie und krallte sich in ihrem Nackenfell fest. Der Manticore schrie überrascht auf. Wie ein Wildpferd buckelte er, um die Last abzuwerfen, versuchte den Kopf herumzureißen, doch Jack packte beherzt in die langen Haare des Dämonenwesens und riss dessen Kopf in den Nacken. Blanker Hass schien in den Augen des Manticores auf, als er in Jacks Gesicht sah, doch er konnte ihn nicht erreichen. Links und rechts von Jack schlugen die Schwingen wild gegen Wand und Boden, als der Manticore vergeblich versuchte, sich in die Luft zu erheben. Urplötzlich, vielleicht weil es das Biest frustrierte, dass es seine Schwingen nicht einzusetzen vermochte, bäumte es sich auf. Jack rutschte gefährlich nach hinten. Er spürte schon, wie die Haare des Manticores seinen Fingern zu entgleiten drohten. Da endlich gab das Ungetüm diesen Versuch auf und ging wieder auf alle Viere. »Tu doch was, Hassan!« brüllte Jack. »Lange kann ich mich nicht mehr halten!« Hassan tastete nach einer Waffe und bekam eines der Artefakte aus der geborstenen Vitrine zu fassen, ein weiteres Amulett. Er hielt es triumphierend hoch. »Vielleicht hilft das!« Jack erinnerte sich von seinem ersten Rundgang sofort daran. Es hatte direkt gegenüber dem Mantico-Amulett in einer Vitrine gelegen. Hassan griff das Amulett an der Kette und wirbelte es wie ein Morgenstern über seinem Kopf. Unvermittelt riss der Manticore seinen Kopf nach vorn und schaffte es, sich aus Jacks Griff zu befreien. Doch genau als das Biest triumphierend aufbrüllte, ließ Hassan das Amulett los. Wuchtvoll flog es direkt in den Rachen der Bestie. Augenblicklich erstarb das Triumphgeschrei, abgelöst von röchelndem Gurgeln und Würgen, und der Manticore warf seinen massigen Körper wild hin und her. Jack verlor den Halt, wurde einmal quer durch den Raum geschleudert, hinein in einen weiteren Schaukasten, der seinen Flug bremste, aber unter dem Aufprall zu Bruch ging. Atemlos rappelte Jack sich auf und sah den Manticore blendendes Licht speien. Sein Leib begann wieder zu pulsieren und vor Jacks und Hassans Augen schrumpfte das Untier zu einer wabernden Masse, ein Strudel aus Schwärze und gleißendem Licht, der sich selbst verschluckte und dann, ganz plötzlich, herrschte Stille. Diese Stille war so absolut, dass Jack einen Liedschlag lang fürchtete, taub geworden zu sein. Wo vorher Licht und Schatten miteinander gerungen und die Kreatur verschluckt hatten, lag nun das Amulett mit dem Bildnis des Manticore. Ein anderes Artefakt lag darauf und verdeckte es halb. Das Amulett, das Hassan dem Biest entgegengeschleudert hatte. Es zeigte eine Sonne. Jack atmete auf. »Danke, Mann. Keine Ursache.« Der lockere Tonfall konnte nicht verhehlen, dass Hassan ebenso mitgenommen wie Jack war. »Was machen wir jetzt mit den Dingern?« wollte Jack wissen. »Ich fass die nicht an,« erwiderte Hassan. »Dafür gibt's Spezialisten.« Er zog sein Handy hervor und rief die Academy an. »Miss Davisham, könnten Sie einen Tatortreiniger zur Ausstellung schicken? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit mit einem Dämon. Ach ja, hier liegen zwei Amulette herum,
Eines mit einem Manticore und eines mit einer Sonne. Die Dinger sind heiß, also mit äußerster Vorsicht behandeln.« Dann beugte Hassan sich über die beiden Artefakte, die auf dem Boden lagen, und machte ein paar Bilder mit seinem Handy. »Damit der Professor schon mal was zum Drübergucken hat«, erklärte er. Jack musterte das Bildnis des Manticores. »Kam mir das eigentlich nur so vor, oder hat dich das Vieh am Anfang komplett ignoriert?« »Was glaubst du, warum ich als Einziger den Djinn überlebt habe?« Jack begriff nicht, worauf Hassan hinaus wollte. Der bemerkte seine Verwirrung und fuhr fort. »Im Haus meiner Eltern. Das Ding ist auf alles losgegangen, nur auf mich nicht. Es war, als ob ich gar nicht da wäre.« »Weil du es warst, der ihn gerufen hat,« wollte Jack wissen. »Djinns machen da keinen Unterschied. Alles, was im Weg ist, wird platt gemacht. Nein, er hat mich einfach nicht bemerkt.« Hassan grinste schief. »Das ist meine Superkraft, Jack. Darum hat der Boss mich in die Academy geholt. Ich bin für Geister und Dämonen schwer wahrzunehmen. Es sei denn, ich veranstalte so einen Lärm wie vorhin.« Jack sah ihn beeindruckt an. »Klingt nützlich.« Hassan lachte. »Abgesehen davon bin ich natürlich ein begnadeter Kämpfer und unübertroffener Liebhaber.« »Natürlich«, erwiderte Jack trocken. Hassan klopfte sich Glassplitter von der Jacke. »Was meinst du? Wir könnten doch jetzt Feierabend machen, oder? Außerdem will ich nicht hier sein, wenn die Veranstalter das Chaos zu sehen bekommen.« Jack nickte und hob seine Beretta vom Boden auf. Dabei sah er aus dem Augenwinkel, dass sich auch Hassan bückte und einen goldenen Dolch aus den Trümmern einer Vitrine aufsammelte. Er ließ ihn in seiner Jackentasche verschwinden. Einen Moment lang überlegte Jack, ihn darauf anzusprechen, entschied sich aber dagegen. Hassan hatte gut gekämpft. Warum sollte er sich da nicht eine kleine Belohnung gönnen? »Das ist ein faszinierendes Exemplar«, erklärte Professor Rashbold, als ein Foto des Manticore-Amuletts auf dem Flatscreen erschien. Stacy, Sachiko, Hassan und Jack lauschten ihm im Konferenzraum. »Ihr faszinierendes Exemplar hätte uns fast umgebracht«, bemerkte Hassan. »Sie haben eine Transformation miterleben dürfen? Oh, hochinteressant!« Der Professor bebte vor Begeisterung. Er war ein großer, drahtiger Mann Mitte 70 mit weißem Haarkranz und Henri IV-Spitzbart. Er nahm seine Pfeife aus dem Mund. »Sie haben hoffentlich mitgefilmt. Es gibt nur wenige Augenzeugenberichte solcher Ereignisse.« »Das wundert mich nicht«, konterte Hassan. »Die meisten Augenzeugen dürfte dieses Vieh zu Hackfleisch verarbeitet haben.« »Was weiß man denn über diesen Dämon?«, wollte Stacy wissen. Professor Rashbold wiegte den Kopf hin und her. »Das, meine Liebe, ist schwierig zu beantworten. Manche Dämonologen glauben, dass es eine Verbindung gibt zwischen ihm und der ägyptischen Sphinx oder dem Markuslöwen aus der christlichen Tradition. In dieser Hinsicht ist ihr Amulett faszinierend. Ein Sonnenamulett, auch das Auge des Ormuts genannt. Ich habe da ein paar Bilder.« Der Professor klickte auf seinem Laptop herum. Auf dem Bildschirm war zu sehen, wie er sich durch die Verzeichnisse wühlte. Stacy seufzte genervt. Auch Jack wurde ungeduldig, aber er wollte nicht unhöflich sein. »Professor, ich glaube, wir können uns schon vorstellen, wie der Markuslöwe oder eine Sphinx aussehen. Haben Sie eine Vorstellung, wieso dieser Dämon plötzlich zum Leben erwacht ist?« »Natürlich«, entgegnete Rashbold, während er weiter nach der Fotodatei suchte. »Dieses Pulsieren, das Sie beschrieben haben, und der Strudel aus Schatten, das war eindeutig das Werk von Belphegor. Aber das ist doch nichts Neues. Viel interessanter finde ich diese Details hier am Flügel.« »Moment«, unterbrach Stacy. »Haben Sie gerade Belphegor gesagt?« Der Professor bejahte das ungehalten. »Ein quellentechnisch sehr gut belegter Dämon. Dieses Amulett dagegen...« Jetzt war es Hassan, der unterbrach. »Wenn dieser Belphegor so gut belegt ist, dann erzählen Sie uns doch etwas über ihn. Kann gut sein, dass er uns in Kürze über den Weg läuft, wenn er schon die Schmucksammlung in der Ausstellung zum Leben erweckt.« Rashbold seufzte. »Also gut, meinetwegen. Belphegor ist, wie Sie sicher wissen, einer der 7 Großdämonen der Hölle.« »Heißt das, er ist auf derselben Stufe wie Iblis?« unterbrach Jack ihn. »Einer ähnlichen. Ein direkter Untergebener Luzifers. Belphegor ist auch unter dem Namen
Baal Pteor bekannt. Er wird im Alten Testament erwähnt, ist aber nicht identisch mit Baal. Die biblischen Nennungen Baals können sich auf verschiedene Gottheiten beziehen, wie etwa... Stacy räusperte sich. Herr Professor, können wir uns auf die Infos beschränken, die uns gerade weiterhelfen können? Natürlich. Rashbold lächelte entschuldigend. In der Moderne hat sich die christliche Dämonologie sehr um die Erforschung Belphegors verdient gemacht. Das Compendium Demonum von Elwin of Chadwick enthält Details zur Beschwörung und Austreibung dieses Dämons. Wenn ich mich recht erinnere, gehört Belphegor zu den widerstandsfähigsten Dämonen überhaupt. Sein Symbol ist übrigens der Phallus, der auch etwas mit Standhaftigkeit zu tun hat. Der Professor ignorierte Hassans Kichern und fuhr fort. Wie alle Dämonen kann er in unserer Welt nur dauerhaft existieren, indem er von einem Menschen Besitz ergreift. Ein Angriff ist nur in dem Moment möglich, in dem er zwischen zwei Wirten wechselt, was in der Regel den Tod des alten und des neuen Wirts mit sich bringt. Ein Moment herrschte Schweigen. Sachiko schaute in die Runde. »Also müssen wir jemanden umbringen, um den Dämon zu besiegen?« Stacy winkte energisch ab. »Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Erst einmal müssen wir alles über diesen Belphegor wissen.« Sie wandte sich an Rashbold. »Dieses Compendium Dämonum, haben wir ein Exemplar davon in der Bibliothek?« Rashbold bejahte stolz. »Es war gar nicht so leicht, es zu bekommen.« »Wunderbar, besten Dank«, sagte Stacy, drehte sich ohne ein weiteres Wort um und verließ den Raum. Rashbold sah ihr einen Moment lang irritiert hinterher. Gut. Während Miss Cole Informationen für ihren Einsatz zusammenstellt, können wir uns den mythologisch-historischen Aspekten ihres Fundes widmen.« Alle stöhnten auf, als wieder Fotos der Amulette auf dem Bildschirm erschienen. »Über den Manticore haben wir ja schon gesprochen, aber auch das Sonnenamulett ist bemerkenswert. Man nennt es das Auge des Ormuzd.« Während der Professor sprach, fing Hassan an, seine Sachen zusammenzuräumen. Begriffsgeschichtlich steht es für den Kampf Licht gegen Dunkel, ein Bild, das seit Jahrtausenden... Der Professor brach ab, als er bemerkte, dass Hassan aufstand. »Ich hab noch einen Termin. Hatte ich total verpennt, sorry.« Rashbold hob die Schultern. »Nun gut, wenn Sie gehen müssen, dann gehen Sie.« Er setzte an, seinen Vortrag fortzusetzen, da stand auch Sachiko auf. »Ach ja, der Termin, danke. Hassan, den hatte ich vollkommen vergessen, tut mir leid.« Jack sah unsicher zwischen den beiden und dem Professor hin und her, dann erhob er sich ebenfalls. »Ja, ich glaube, da werde ich dann wohl auch hin müssen. Vielen Dank für die Infos, Herr Professor.« »So schlimm wie heute war es schon lange nicht mehr«, maulte Hassan, als er mit Jack und Sachiko in Richtung Bibliothek ging. Seine Kollegin nahm Rashbold in Schutz. »Die Sache mit dem Belphegor könnte helfen.« »Ja, schon«, gab Hassan zu, »aber wieso müssen wir uns vorher 3 Stunden Kunstgeschichte anhören?« Die drei betraten die Bibliothek. Jack blieb beeindruckt in der Tür stehen. Der Raum war mindestens 3,5 Meter hoch und ein Labyrinth aus Regalen. Die an den Wänden stammten wahrscheinlich aus viktorianischer Zeit. Auf der restlichen Raumfläche drängten sich moderne Hochregale aneinander, massive Metallungetüme, die sich mit Handrädern hin und her schieben ließen, damit man überhaupt zwischen ihnen hindurchkam. Und natürlich war alles voll mit Büchern. Einige sahen aus, als wären sie gerade erst angeschafft worden, doch die meisten hatten Ledereinbände, denen man ansah, dass sie seit Jahrhunderten durch menschliche Hände gegangen waren. Der Geruch alter Bücher füllte den ganzen Saal. An der Längsseite führte ein schmaler Gang an den Regalen entlang. Hier standen Tische mit Leseplätzen. An einem davon saß Stacy und machte sich Notizen, während sie in einem massiven Wälzer blätterte. Jack sah ihr über die Schulter. Das Buch war komplett auf Latein. »Kannst du das lesen?«, fragte er überrascht. »Im Großen und Ganzen schon«, erwiderte sie. »Tote Sprachen sind sehr nützlich, wenn man es mit Untoten zu tun hat.« »Ich habe mir nur die wichtigsten Vokabeln beigebracht«, widersprach Hassan. »Reicht aus, um die richtige Formel zu finden. Man muss ja nicht verstehen, was man da aufsagt.« Er hielt Jack einen Zettel hin. »Hier, der benediktinische Exorzismus, lauter Standardphrasen.« Jack nahm den Zettel und sah darauf.
Es waren mehrere Zeilen Latein und er verstand kein einziges Wort davon. »Behalt ihn ruhig«, bot Hassan an. »Ich kann ihn auswendig, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich da eigentlich vor mich hinfasele.« Jack steckte den Zettel ein. »Weiß jemand, wo Sinclair ist?«, fragte er. »Der ist im Flieger nach Schottland. Miss Julia meinte, er will ein hohes Tier überzeugen, die Ausstellung abzusagen«, erwiderte Sachiko. Jack atmete tief durch. »Okay, dann müssen wir ohne Sinclair darüber reden. Der Mann, der die Ausstellung organisiert, also den kenne ich. Und ich glaube, er ist besessen.« Alle sahen Jack überrascht an. Er schilderte den anderen seine Begegnung mit Montague und Doyle und erzählte von dem schwarzen Schatten, den er in Montagues Augen gesehen hatte. Das Iblismal erwähnte er nicht. Stacy war skeptisch. »Das kann alles Mögliche gewesen sein. Vielleicht ist vor dem Fenster gerade eine Wolke vorbeigezogen.« »Ich habe gespürt, dass etwas mit ihm nicht okay ist«, beharrte Jack. Darauf gab Stacy nichts. »Egal, was du bei der Army gelernt hast, Dämonologie war bestimmt nicht dabei. Kennst du die drei Symptome, die verraten, dass ein Dämon von einer Person Besitz ergriffen hat? Weißt du, welche Geräte man für einen Exorzismus mit sich führen muss? Weißt du, wie man sich gegen einen Dämon verteidigt?« Stacy sah Jack triumphierend an. Doch der antwortete leise, »Nein, aber ich spüre, wenn sie in der Nähe sind.« Alle drei starrten Jack entgeistert an. Sie verlangten Antworten. Die Beichte war fällig. Knapp schilderte Jack, woran er sich aus Afghanistan erinnern konnte. Der Angriff in der Wüste, wie sie sich in die Höhle gerettet hatten und wie er dort dem Dämon begegnet war. »Er hat mir auch ein Andenken hinterlassen.« Jack knöpfte sein Hemd auf und zeigte allen das Iblismal. »Darum wusste ich, dass da etwas nicht stimmt. Es hat gebrannt, als Montague und Doyle in der Nähe waren.« Er zögerte, bevor er weitersprach. »Zuerst. Dann plötzlich hörte es auf.« Alle starrten fassungslos auf das Brandmal. Stacy stand auf und schrie Jack fast an. »Du gehst keinen Schritt mehr aus dem Haus, verstanden?« »Spinnst du? Ich habe euch doch gerade erklärt, ich bin ein lebender Dämonendetektor. Was Besseres kann euch doch gar nicht passieren.« Stacy schüttelte den Kopf. »Du bist kein Detektor, du bist ein verdammter Magnet. Mit diesem Mal machst du jede dunkle Kreatur in 2 Kilometern Umkreis auf dich aufmerksam. Und dann können sie dein Mal praktischerweise gleich als Einfallstor benutzen.« Jack verstand nicht. Daraufhin trat sie ganz nah an ihn heran und sagte, »Wenn wir dich auf diesen Einsatz mitnehmen, dann rate mal, in wen Belphegor oder einer seiner Kollegen als erstes fahren werden.« »Weiß Sinclair von dem Mal?«, fragte Sachiko. »Wegen des Mals hat er mich hergeholt. Er meint, weil ich nicht von einem Dämon besessen bin, sei das ein Beweis dafür, wie stark ich bin.« Stacy schnaubte abfällig. »Kunststück, du hast dich die letzten paar Jahre auf geweihtem Boden versteckt. Und gestern war ich es, die dir den Arsch gerettet hat, und heute Hassan.« »Hey, Ihre Herrlichkeit, ohne Jack wäre ich jetzt auch nicht mehr hier«, wandte Hassan ein. »Ich nehme keinen Dämonenköder mit auf den Einsatz«, giftete Stacy. Jack reichte es. Für wen hielt Stacy sich eigentlich? Er wählte seine Worte vorsichtig, als er antwortete. »Soweit ich weiß, hat die Academy kein Senioritätsprinzip, oder? Wir haben alle den gleichen Rang und sind nur Sinclair unterstellt. Das heißt, du kannst mir gar nichts befehlen.« Er holte sein Telefon und Montagues Visitenkarte aus der Tasche. »Und darum werde ich jetzt tun, was ich für richtig halte.« Stacy trat wütend gegen den Tisch. »Verdammt, Jack, lass den Mist!« Jack ignorierte sie. Montague nahm ab und Jack erklärte ihm sein Anliegen. »Ich rufe wegen Ihres Jobangebots an, Sir.« Die anderen lauschten, als Jack ein Treffen für den nächsten Nachmittag organisierte. Er legte auf und wandte sich an die Gruppe. »Das ist vor der Eröffnung. Vielleicht kann ich etwas herausfinden.« Stacy schüttelte verärgert den Kopf. »Du machst einen Fehler, Jack Archer. Einen Riesenfehler.« Am nächsten Morgen stand Jack früh auf. Er wollte vor allen anderen frühstücken. Verwundert stellte er fest, dass jemand etwas vor seine Tür gestellt hatte. Ein kleines Fläschchen aus äußerst dünnem Glas, darin eine klare Flüssigkeit. War das ein Scherz? Jack schraubte den Deckel ab und roch vorsichtig am Inhalt.
geruchlos, wahrscheinlich Wasser. Jack schraubte die Flasche wieder zu und hielt sie ins Licht. In das Glas war ein dünnes Kreuz eingeschliffen. War das etwa Weihwasser? Jack kannte die Geschichten, in denen es hieß, dass Dämonen sich mit Weihwasser bekämpfen ließen, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass das funktionierte. Stacy hatte auch etwas von geweihtem Holz erzählt, als sie dieses Skelettmonster abgeschossen hatte, aber ein Armbrustbolzen in einem Schädel war etwas Handfestes, ein Fläschchen Wasser dagegen. Jack schüttelte den Kopf, steckte es aber dennoch ein. Nach dem Frühstück hatte er noch ein paar Stunden Zeit bis zu dem Termin mit Montague, darum ließ er sich von Miss Julia den Trainingsraum zeigen. Etwas Bewegung war jetzt genau das Richtige für ihn. Der Raum war gut ausgestattet, die hohen Wände waren für Kletterübungen hergerichtet, Sandsäcke hingen von der Decke, dazwischen standen moderne Trainingsmaschinen. Jack war gerade dabei, Low-Kicks und Links-Rechts-Kombinationen zu üben, da öffnete sich die Tür und Sachiko kam herein. Ihre Haare trug sie heute blau. »Was dagegen, wenn ich mitmache?«, wollte sie wissen. Jack schüttelte den Kopf. »Gibt Platz genug für alle.« Sachiko sah Jack eine Weile zu. »Du holst zu sehr aus«, erklärte sie dann. »Das gibt zwar mehr Schwung, aber du verlierst dabei deine Deckung.« Jack hielt inne. »Sorry, aber ich weiß, was ich tue. Nahkampf haben wir bei der Army bis zum Erbrechen trainiert.« Sachiko lächelte. »Dann wollen wir mal sehen, ob es was gebracht hat.« Sie sprang vor und setzte zu einem Hieb auf Jacks Solarplexus ab. Jack blockte den Schlag ab, doch darauf hatte Sachiko nur gewartet. Unvermittelt wirbelte sie herum, griff sich Jacks Arm und brachte ihn gleichzeitig mit einem Tritt gegen die Hacken aus dem Gleichgewicht. Bevor Jack wusste, wie ihm geschah, schlug er auf der Bodenmatte auf. Sachiko fixierte seine Arme und Beine mit ihrem Körpergewicht. »Und? Immer noch so überzeugt von deiner Army-Ausbildung?« Geschmeidig sprang sie auf und gestattete Jack ebenfalls aufzustehen. Der rappelte sich keuchend auf. Sachiko reichte ihm helfend die Hand. »Du bist nicht schlecht«, lobte sie Jack grinsend. »Du hast noch reagiert. Dein Bein hat gezuckt, aber da hatte ich schon zugetreten. Also ein bisschen zu spät. Aber die Instinkte waren da. Stell dich mal hin.« Sachiko kontrollierte Jacks Haltung, schob seinen Fuß etwas nach vorn und korrigierte seine Hand- und Armhaltung. »So, viel besser. Wollen doch mal sehen, ob das nicht hilft.« Bevor Jack sich vorbereiten konnte, griff Sachiko erneut an. Diesmal sauste ihr Fuß in Richtung von Jacks Genick, doch zu Jacks eigener Überraschung reichte eine winzige Armbewegung aus, um den Tritt zu parieren. Er duckte sich und verlagerte sein Gewicht, um sich rasch zu Sachiko umzudrehen, doch die tänzelte bereits weiter um ihn herum. Vielleicht war es mehr Instinkt als bewusste Entscheidung, dass Jack einen Judo-Angriff, einen Fußfeger versuchte, rücklings ausgeführt. Er traf seine Gegnerin optimal über dem Sprunggelenk, brachte sie aus dem Gleichgewicht und noch während sie fiel, hatte ihn der Schwung der eigenen Bewegung herumwirbeln lassen. Seine rechte schoss vor, legte sich um ihren Hals, so wie ihre Hand im selben Moment seinen umklammerte, den Daumen auf dem Kehlkopf. Sachikos Griff riss Jack mit zu Boden. Er fing mit der linken den Sturz ab und kam neben ihr zu liegen. Die Gesichter, Zentimeter voneinander entfernt, harrten sie so aus. »Wenn du auf dumme Gedanken kommst, drücke ich zu«, erklärte die Asiatin sanft. Jack lachte, ließ los und richtete sich auf. »War ich diesmal besser oder hast du dich zurückgehalten?« »Nicht mehr als beim ersten Mal. Ich hätte dich zwar immer noch töten können, aber dieses Mal hätte ich eine Sekunde länger gebraucht.« Jack wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Du meinst also auch, dass ich für den Job hier nicht geeignet bin?« Sachiko sah ihn ehrlich überrascht an. »Wie kommst du auf die Idee? Blödsinn! Du bist ein guter Kämpfer, du bist nur aus der Übung. Schließlich ist es eine Weile her, dass du im aktiven Dienst warst. Topform kann man da wohl kaum erwarten, oder? Aber das wird.« »Stacy scheint das anders zu sehen.« Sachiko winkte ab. »Stacy ist schwierig. Es ist immer ein Kampf, bis sie jemanden akzeptiert. Aber ist das geschafft, ist sie absolut loyal.« »Was denkst du denn?« fragte Jack. »Bin ich bescheuert, mich mit Montague zu treffen?« »Kommt darauf an. Hast du Angst?« Jack lachte auf.
vor einem Treffen mit jemandem, der vielleicht von einem Dämon besessen ist? Natürlich habe ich Angst. Sachiko blieb ernst. Dann bist du völlig in Ordnung. Hättest du keine Angst, dann wärst du verrückt. Sie hielt kurz inne. Ob du das Richtige tust, kann ich dir nicht sagen. Das weiß man immer erst hinterher. Jack überlegte kurz. Sag mal, falls Montague oder Doyle wirklich besessen sind, kriegen wir die Dämonen wieder aus denen raus? Bei niederen Dämonen kann Exorzismus helfen, aber so ein mächtiges Wesen wie Belphegor, wenn der Besitz von einer Person ergreift, ist es zu spät. Du hast ja den Professor gehört. Ein erfolgreicher Angriff auf den Dämon tötet den Wirt. Jack dachte zurück an die Zeit in Afghanistan. Doyle und der Lieutenant waren die besten Kameraden gewesen, die man sich wünschen konnte. »Verstehe«, seufzte er, suchte sich einen Sandsack und begann, auf ihn einzuschlagen. Ein paar Stunden später stieg Jack vor dem Ausstellungsgebäude aus einem Taxi. Er klingelte, ein Leibwächter in schwarzem Anzug öffnete ihm und führte ihn zu einem Büro im ersten Stock. Auf dem Weg erhaschte Jack einen Blick in die Ausstellungsräume. Die Schäden vom Vortag waren beseitigt. Alles erstrahlte wieder wie neu. Er tastete nach dem Iblismal. Es war ruhig. Das Büro war edel möbliert. Ein massiver Schreibtisch dominierte den Raum. An der Stirnseite war ein reich verziertes Wappen angebracht. Zwei Wölfe hielten ein Wappenschild, auf dem drei Löwen abgebildet waren. Darunter eine Inschrift, Civeres Sang. Schwere Vorhänge hingen an den Fenstern und ein dicker roter Teppich bedeckte den Boden. Montague stand an einem der Regale und blätterte in einem Buch. Als er Jack sah, stellte er das Buch ins Regal zurück und kam lächelnd herüber. »Archer, wie schön, dass Sie Zeit gefunden haben!« Er deutete auf zwei Sessel, die in einer Ecke um einen Couchtisch standen. »Kann ich Ihnen etwas anbieten? Tee, Kaffee, einen Cognac?« Jack verneinte dankend und setzte sich. Auch Montague nahm Platz. »Kommen wir gleich zur Sache«, erklärte er. »Haben Sie Interesse daran, für mich zu arbeiten?« Jack wog jedes Wort ab. »Um ehrlich zu sein, Sir, dafür fehlen mir noch ein paar Informationen. Was genau soll ich für Sie tun und, wenn ich fragen darf, was genau tun Sie eigentlich?« Jack beobachtete Montague. Der Viscount lächelte, als er antwortete, doch Kälte lag in seinem Blick. »Ich mache das, was jeder kreative Geist tut. Ich bemühe mich, meine Spur in der Welt zu hinterlassen. Ich folge dem Motto meiner Familie.« Er deutete auf das Wappen am Schreibtisch. »Suivez sang«, las er vor. »Das bedeutet, folge der Wahrheit. Und genau das tue ich. Besonders seit unserem Erlebnis in Afghanistan.« Montague stand auf und begann im Raum auf und ab zu gehen, während er weitersprach. »Bis vor wenigen Jahren war meine Familie im House of Lords vertreten, doch dann verloren wir diesen Sitz. Mein Vater hat es nicht verwunden. Ich hingegen habe mir nie viel aus Politik gemacht. Sie kann manchmal nützlich sein, aber sie ist kein Selbstzweck.« Er wandte sich zu Jack um und plötzlich begann dessen Mal zu brennen. »Wahre Macht geht nicht vom Volke aus und nicht von Titeln. Wahre Macht ist älter und stärker. Wir Menschen stehen doch schon mit offenen Mündern da, wenn ein Sturm über uns kommt, und dessen Kraft ist nichts gegen die Gewalten, die das Schicksal unserer Welt lenken.« Montague kam näher, und seine Augäpfel, eben noch menschlich normal, waren jetzt fast vollkommen schwarz. Das Mal auf Jacks Brust sandte Wellen aus heißem Schmerz durch seinen Körper. »Ich weiß, welches Mal Sie tragen. Ich weiß, dass Iblis auch Ihnen in jener Höhle begegnet ist, und ich biete Ihnen die Möglichkeit, ein Teil dieser Mächte zu werden, Archer. Mit meiner Hilfe können Sie Ihre jämmerliche Existenz hinter sich lassen, und Ihnen wird endlich offenbart, was unsere Welt tatsächlich bewegt und bestimmt.« Jack kämpfte gegen den Schmerz an, gegen drohende Ohnmacht. Seine Hand wanderte zu seiner Beretta. Montague sah das und lachte. »Schießen Sie euch! Damit können Sie nichts mehr gegen mich ausrichten. Lieutenant Anthony Brown war ein schwacher Mensch, verwundbar. Doch ihn gibt es nicht mehr. Nicht seit jener Höhle.«
Jack gelang es, trotz der Schmerzen in seiner Brust aufzuspringen. Es war reiner Überlebensinstinkt, der ihn vor dem Dämon, der einmal sein Kamerad gewesen war, zurückweichen ließ. »Wenn du nicht der Lieutenant bist, dann kann ich dich doch auch bei deinem wahren Namen nennen, oder? Belphegor?« Das Fauchen, das aus Montagues Kehle drang, hatte nichts Menschliches. Die Stimme, mit der er dann sprach, war um Oktaven tiefer und das Mal in Jacks Brust sandte bei jedem Wort neue Schmerzwellen aus. »Wenn du das möchtest, Sterblicher, tu es. Doch das Wissen um meinen Namen verleiht dir keine Macht über mich.« Jacks Herz raste, als er den Zettel hervorzog, den Hassan ihm gegeben hatte. Ihm versagte vor Schmerz fast die Stimme, als er las: »Cuc sacra si mihi lux, non drago si mihi dux, vade retro satana, numquam suade mihi vana, sunt mala quelibas ipse venena bibas.« In gespielter Qual griff Montague sich an die Brust. »Oh weh, ich bin besiegt, er kann Gedichte aufsagen.« Er lachte gurgelnd. »Willst du mich beleidigen? Ich bin älter, als du es dir vorstellen kannst. Ich habe Dinge erschaffen und zerstört, die dein Geist niemals begreifen wird. Und ich fürchte mich nicht vor ein paar Zeilen auf Latein.« Mit übermenschlicher Geschwindigkeit schnellte Belphegors Arm vor und eine Hand packte Jack an der Kehle. »Ich könnte dich jetzt zerquetschen, du Wurm, aber das wäre Verschwendung. Denn ich werde dich schon bald deiner wahren Bestimmung zuführen.« Jack röchelte, Sterne explodierten vor seinen Augen, da schleuderte Montague ihn von sich und Jacks Rücken machte schmerzhaft Bekanntschaft mit einem Regal. Benommen sah er, wie die dämonische Schwärze aus Montagues Augen wich und seine Stimme wurde wieder normal. Schlagartig verschwand der Schmerz in Jacks Brust. »Ich werde erwartet. Schließlich habe ich noch eine Ausstellung zu eröffnen.« Montague strich seinen Anzug glatt. »Schade, dass Sie nicht dabei sein können, Archer. Ich glaube, es wird eine beeindruckende Veranstaltung werden.« Er öffnete die Tür und rief Doyle herein. »Passen Sie auf Mr. Archer auf. Ich brauche ihn noch.« Montague nickte Jack zu und ging hinaus. Doyle schloss hinter ihm die Tür und stellte sich breitbeinig davor. Jack fluchte innerlich. Damit wäre wohl geklärt, was für eine brillante Idee das war. »Hier haben Sie ja gut aufgeräumt.« Hassan sah sich mit Stacy und Sachiko in dem Ausstellungsraum um. »Auf unser Reinigungsteam ist Verlass. Schaut unauffällig, ob er Jack irgendwo entdeckt.« Wies Stacy sie an. »Gerne«, konterte Hassan. »Aber mit Sachiko ist unauffällig unmöglich.« Er hatte recht. Mit blauem Haar und gelbem Lederanzug zog sie bereits die Blicke auf sich. »Na gut«, seufzte Stacy, »dann schaut euch eben einfach nur um.« Es gab viel zu sehen, nicht nur die Ausstellungsstücke, sondern auch jede Menge Lokalprominenz. Lords, Abgeordnete, Stadträte, Minister. Die Ausstellung hatte die wichtigsten Köpfe Londons angelockt. »Das schmeckt mir gar nicht«, meinte Sachiko. »Stellt euch mal vor, die Regierung wird von Dämonen übernommen.« »Würde das einen so großen Unterschied machen?« flachste Hassan. Er sah sich in allen Räumen um, aber Jack war nirgendwo zu entdecken. »Vielleicht spricht er noch mit diesem Montague«, vermutete Sachiko. »Unwahrscheinlich«, widersprach Stacy. »Da drüben kommt seine Lordschaft höchstpersönlich.« Sie deutete in einen angrenzenden Raum, wo ein eleganter, blonder Mann die Hand des Bürgermeisters schüttelte. »Soll ich Jack anrufen?« fragte Hassan. Stacy schüttelte den Kopf. »Wenn er reden kann, wird er sich melden. Und falls er in Gefahr ist, könnte ein klingelndes Telefon ihm Ärger einbringen.« Montague betrat den Raum, in dem sich die Gruppe befand, und klopfte mit einem Teelöffel an ein Glas. Das Raunen der Menge erstarb. »Dürfte ich Sie ins Auditorium bitten? Wir werden gleich beginnen.« Er verließ den Raum und drehte sich dabei kurz zu Sachiko. »Interessantes Outfit«, kommentierte er. »Dämon oder nicht, eines ist klar, Geschmack hat er nicht«, sagte Hassan. Sachiko versetzte ihm einen Stoß in die Rippen. »Hey, Regel Nummer 1, kritisiere niemals die Kleidung einer Frau.« Sachiko folgte der Menge in Richtung Auditorium. Hassan sah grinsend zu Stacy. »Sie mag mich, ich sag's dir.«
Die Bühne im Auditorium war schlicht dekoriert. Ein paar Fotos der Ausstellungsstücke hingen im Hintergrund. Davor standen einige Tische und ganz vorne ein Rednerpult aus hellem Holz. Nach und nach nahmen alle Gäste ihre Plätze ein. Dann betraten einige bullige Männer in schwarzen Anzügen den Saal und schlossen die Türen. »Ein bisschen viel Security, oder?« fragte Hassan flüsternd. Sachiko nickte nervös. Hassans Finger spielten unruhig mit dem Sonnenamulett, das am Vortag den Manticore besiegt hatte. Er hatte es heimlich aus der Asservatenkammer mitgenommen, zur Sicherheit. Beifall brandete auf, als Montague ans Rednerpult trat. Er bedankte sich und bat um Ruhe. »Es freut mich, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind. Ich weiß, dass einige befürchten, dies könnte eine zähe Angelegenheit mit langen Reden werden. Ich kann Sie beruhigen, Ihnen steht ein aufregender Nachmittag bevor.« »Das ist genau das, was ich befürchte«, murmelte Stacy in den Applaus und strich über die Maschinenpistole, die sie unter dem Mantel verbarg. »Komm schon, Doyle. Dir muss doch klar sein, dass das hier nicht normal ist. Wir kennen uns doch schon ewig.« Jack redete schon seit Minuten auf seinen ehemaligen Kameraden ein, doch der ignorierte ihn vollkommen, den Blick starr gerade ausgerichtet. Jack wünschte sich, er wüsste mehr über diesen ganzen übernatürlichen Kram. War Doyle besessen? Oder stand er unter einem Bannfluch? Vielleicht hat er ja keine übermenschlichen Kräfte, überlegte Jack und setzte ohne Vorwarnung zu einem Schlag an. Doch seine Faust kam nicht einmal in die Nähe von Doyles Körper, da hatte der sie schon in einem schraubstockartigen Griff und versetzte Jack einen Stoß. Okay, dachte er, übernatürliche Kräfte, Jack. Damit blieb ihm nur noch eine einzige Waffe. Eigentlich glaubte er nicht an die Macht von Weihwasser, aber er war bereit, alles zu versuchen. Beiläufig näherte er sich Doyle, eine Hand in der Tasche. Die Finger umfassten das Glasfläschchen, das er morgen vor seiner Tür gefunden hatte. Als er nur noch wenige Schritte von Doyle entfernt war, zog er die Flasche aus der Tasche und schleuderte sie ihm mitten ins Gesicht. Das Gefäß zerschellte an Doyles Stirn und Weihwasser perlte herab, zischelte wie Wasser, das man in eine zu heiße Pfanne gab. Jack hätte gerne weggeschaut, konnte aber den Blick nicht abwenden. Stechender Schwefelgestank stieg in seine Nase. Ebenso abgestoßen wie fasziniert beobachtete er, wie Doyles Gesicht zur schmerzverzerrten Fratze wurde. Heulend schlug er die Hände vors Gesicht und wand sich schreiend am Boden. Dann geschah, was Jack endgültig die Fassung raubte. Doyles gesamter Körper begann sich aufzulösen. Er schmolz wie eine Wachsfigur in einem Ofen. Der Gestank im Zimmer war bestialisch, aber endlich erstarb das Schreien, letzte Zuckungen des Besessenen, und es war vorbei. Jack griff sich Doyles Maschinenpistole und eilte aus der Tür. Wie Ihnen vielleicht bei einem ersten Rundgang durch die Ausstellung aufgefallen ist, waren nicht alle Artefakte in Ihren Vitrinen zu sehen, erklärte Montague den Zuhörern. Das hat einen Grund. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Stücke hier auf der Bühne präsentieren. Er gab ein Zeichen und einige der Wächter zogen die Tücher von den Tischen auf der Bühne. Die Zuschauer applaudierten, als die reich verzierten Kultgegenstände sichtbar wurden. Hassan stieß Stacy an. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Die nickte nur. Noch nie waren derart viele solche Objekte an einem Ort versammelt, fuhr Montague fort. Spüren Sie die Aura, die von Ihnen ausgeht? Okay, das reicht, erklärte Sachiko leise und deutete auf die Bühne. Einige der Objekte hatten angefangen, rötlich zu glühen. Einverstanden, erwiderte Stacy. Scotland Yard, diese Veranstaltung ist sofort aufzulösen. Begeben Sie sich zu den Ausgängen, rief sie. Alle blickten sie überrascht an. Einige Gäste machten Anstalten zu gehen, doch da erhob Montague die Stimme. Das muss ein Missverständnis sein. Wir sind noch lange nicht am Ende und... Seine Stimme wurde zu einem Grollen. Niemand verlässt diesen Saal. Schlagartig war es eiskalt im Raum. Die Wachleute positionierten sich vor den Ausgangstüren. Ein Entkommen war unmöglich. Montague schritt entschlossen in die Mitte der Bühne und hob die Hände.
Mit geschlossenen Augen, das Gesicht nach oben gewandt, begann er zu sprechen, in einer Sprache, die klang wie das Brausen von Sturmböen. Da sprach kein Mensch mehr, sondern eine Ausgeburt der Hölle. Als er den Blick wieder ins Publikum richtete, hatten sich seine Augäpfel schwarz verfärbt. Mit Tentakeln, die aus der lichtlosen Schwärze des Schattenreichs gemacht schienen und ihm aus den Armen wuchsen, griff er ins Publikum und umschlang als erstes eine rundliche Frau. In Panik kreischte sie, doch ihre Schreie verstummten, als das Tentakel sich um ihren Hals schlang und ihr mit einem brutalen Ruck das Genick brach. Der Dämon warf den erschlafften Körper hinter sich auf die Bühne, die von dem übernatürlichen Glühen der Artefakte auf den Tischen in unheimliches Licht getaucht war. Menschenopfer, erkannte Stacy. Er braucht Menschenopfer, um die anderen Dämonen zu befreien. Der brutale Tod der molligen Dame ließ die Menge in Panik ausbrechen. Alle drängten zu den Ausgängen. Die Wachen trieben die Menschen mit Schlägen zurück in die Mitte des Saals, wo Schattententakel sie aus der Menge pflückten und auf die Bühne schleuderten, tot oder sterbend. Sachiko, sieh zu, dass du eine Türe frei bekommst, kommandierte Stacy. Hassan und ich nehmen uns Montague vor. Augenblicklich bahnte sich die zierliche Japanerin ihren Weg durch die Menge und zog ein Samurai-Schwert aus einer verborgenen Tasche im Rücken ihres Outfits. Doch noch bevor sie die Tür erreichte, fielen Schüsse. Die Menge wich zurück und kurz darauf durchlöcherte eine weitere Salve die Tür, die der Bühne direkt gegenüber lag. Ein kräftiger Tritt, dann stand Jack Archer im Raum. Ach was, Belfigur, die Party steigt schon, ohne mich? Was sind das denn für Manieren? Der Dämon in Montagues menschlicher Gestalt fuhr herum, während Sachiko, die sofort Jack zu Hilfe geeilt war, zwei der Wachleute niedermähte. Die geweihte Silberklinge schnitt direkt durch ihre Leiber und noch im Fallen wurden sie zu Staub. Jetzt, wo die Tür frei war, drängten Gäste schreiend und in völliger Panik ins Freie. Ein kräftig gebauter Mann, in dem Stacy einen der Stadträte erkannte, stieß eine ältere Dame beiseite, um schneller zur Tür zu gelangen. Er hatte es fast geschafft, da holte ihn ein Tentakel ein. Überrascht fuhr der Mann sich mit beiden Händen an den Bauch, der sich plötzlich aufblähte und dann, zum Entsetzen aller in der Nähe, aufgespießt von dem Tentakel in einer Fontäne aus Blut und Eingeweiden platzte. Mit ungeheurer Brutalität traf Jack der Hieb eines Tentakels und riss ihn von den Füßen. Er brauchte einen Moment, bis er sich aufgerappelt hatte, weil sich ihm nun auch das Iblismal mit glühendem Schmerz ins Fleisch fließ. Fast wäre dieser Moment sein letzter gewesen, doch Stacy kam ihm zu Hilfe. »Hey, Belfigur, wie gefällt dir das hier?« rief sie, legte ihre Maschinenpistole an und feuerte eine Salve Silberkugeln auf den Dämon, der schon mit einem Tentakel ausholte, um Jack zu erledigen. Doch Montague wirbelte herum. Ein rascher Blick aus seinen schwarzen Augen genügte und die Kugeln stoppten mitten in der Luft und fielen harmlos zu Boden. In diesem Moment hörten sie Hassan rufen. Oh shit, nicht das schon wieder! Er deutete in das Chaos auf der Bühne. Aus den Rauchschwaden, die dort waberten, schälten sich die Umrisse von Dämonen, freigesetzt aus den Artefakten, die Montague auf die Bühne gebracht hatte. Hassan erkannte Gestalten mit Ziegenhörnern, Mischwesen aus Mensch und Tier und abscheuliche Kreaturen, die sich jeglicher Einordnung in menschliche Definition widersetzten. Am anderen Ende des Raumes kam Jack wieder zu Atem. Das Auge des Ormuz, hast du es? Rief er Hassan zu. Was? Was habe ich? Schrie Hassan zurück. Das Amulett, von dem der Professor geschwafelt hat. Endlich verstand Hassan. Er zog das Amulett hervor, sprang auf die leichenübersäte Bühne und stürzte sich damit auf die Dämonen, die dabei waren, aus den Artefakten zu schlüpfen. Wie mit einem Messer stach er mit dem Amulett auf sie ein. Ein paar verschwanden in Schattenwirbeln, doch andere besaßen schon genügend Kraft, um zu fliehen. Achtung, sie kommen zu dir! Hassan warf das Amulett in Jacks Richtung, gerade noch rechtzeitig, bevor eines der Tentakel ihn gegen die Wand schleuderte. Bewusstlos rutschte er zu Boden. Wie ein Schwarm Krähen schossen die Dämonenwesen durch den Saal, offenkundig auf der Suche nach Wirtskörpern. Sie sind noch schwach, sie suchen neue Opfer, rief Stacy, legte die Maschinenpistole an und gab ein paar gezielte Salven ab. Die Silberkugeln durchbohrten ein spinnenähnliches Wesen, das zischelnd verging.
Mit einem Rundumblick erfasste Stacy die Lage. Inzwischen hatten die meisten der Gäste aus dem Saal flüchten können, aber noch war es nicht vorbei. Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr. Lautlos kroch eine Schlangenkreatur auf Sachiko zu, die den Angreifer in ihrem Rücken noch nicht bemerkt hatte. Giftzähne blitzten, bereit, sich in das ahnungslose Opfer zu schlagen. Denn Sachiko brauchte ihre ganze Konzentration, um mit dem Katana die Security-Männer in Schach zu halten. Stacy öffnete schon den Mund zum Schrei, um Sachiko zu warnen, doch Jack kam ihr zuvor. Ohne auf den Schmerz in seiner Brust zu achten, hob er das Auge des Ormuzd, schwang es wie ein Schwert und zerteilte damit die Schlange mit einem einzigen Hieb. Die beiden Teile ihres Leibs wandten sich und zuckten, ehe sie zu Schatten zerfielen. Jack atmete durch und stellte sich dem eigentlichen Gegner. »Na, läuft nicht ganz wie geplant, was, Belphegor?« höhnte er. Anstelle einer Antwort begann der Dämon zu lachen. Das Amulett in Jacks Hand begann zu glühen, und diesmal war es kein dämonisches Glühen. Es war echte, schmerzhafte Hitze. Mit einem Aufschrei ließ Jack es fallen. In diesem Augenblick griff eines der Schattententakel nach dem bewusstlosen Hassan. Sachiko bemerkte das und wirbelte herum. Die Wut verlieh ihr beeindruckende Kräfte. Mit wenigen Sätzen durchquerte sie den Saal und hieb mit dem Schwert auf das Tentakel ein. Der Arm des Dämons zog sich zurück. »Nett von dir«, lachte Belphegor, »mir bei meinen Männern freie Hand zu geben.« Sachikos Augen zuckten zurück zur Tür und sie begriff, dass sie auf ein Ablenkungsmanöver hereingefallen war. Das Academy-Team würde gleich einem noch viel gefährlicheren Gegner gegenüberstehen. Dank Sachikos Fehler hatten die Wachen Zeit gehabt, Kraft zu sammeln. Kraft für eine schreckliche Verwandlung. Während Sachiko mit einem frustrierten Aufschrei losstürzte, um Belphegors Helfer anzugreifen, fiel alles Fleisch von den Männern ab, alles Menschliche. Schwarze Skelettkrieger machten sich zum Kampf bereit. Belphegors Lachen klang Sachiko in den Ohren, als sie sich in den Kampf stürzte. Sie wirbelte durch den Saal, ein Karatetritt hier, ein Schwerthieb dort. Doch auf Dauer würde das gegen die Überzahl der Gegner nicht reichen. Sie brauchte Hilfe, dringend. Und die Hilfe kam. Hassan war stöhnend aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht. Geistesgegenwärtig hatte er den Dolch gezückt, den er am Vortag aufgesammelt hatte. Das Phallus-Symbol auf dem Heft war der Grund dafür gewesen. Belphegors Symbol. Danke, Herr Professor. Endlich mal was Nützliches gelernt. Und jetzt sorgen wir dafür, dass zusammenkommt, was zusammengehört, murmelte er, während er losrobbte auf Belphegor zu. Jetzt nur nicht dessen Aufmerksamkeit erregen. Hassan musste nah an den Dämon heran, um ihn mit dem Messer angreifen zu können. Jack hatte Hassan schon bemerkt und konnte sich denken, was er vorhatte. Gleichzeitig sah er, wie einer der Skelettkrieger Sachiko am Bein traf. Sie blutete, trieb das Skelett aber mit einem gezielten Tritt von sich fort. Viel Zeit blieb Hassan und ihm nicht mehr. Also richtete er sich zu voller Größe auf und höhnte: Na, Belphegor, das nenne ich mal einen allmächtigen Dämon. Dir tanzt ja eine Handvoll Sterblicher auf der Nase herum. Wenn wir mit dir fertig sind, setz ich's in Wikipedia. Belphegor, harmlose Spukgestalt, mit der man Kindern Angst einjagt. Ein Tentakelhieb zerschmetterte die Stühle neben Jack. Splitter trafen ihn, während er sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit brachte. Hassan hatte es fast bis zu Belphegor geschafft. Doch weder Jack, der noch nicht wieder auf den Beinen war, noch die ebenfalls verletzte Sachiko konnten ihm diese Augenblicke verschaffen. Also sprang Stacy ein, baute sich vor Belphegor auf und höhnte: Was soll das werden? Topf schlagen, Ihre Lächerlichkeit? Montague bäumte sich auf. Hassan nutzte diesen Moment, hechtete nach vorn und rammte den Dolch in Montagues Hals. Und tatsächlich, der Hieb ging durch Haut und Fleisch und der Dolch blieb stecken. Sofort peitschte ein Tentakel nach hinten, griff sich Hassan und warf ihn wie eine Puppe von der Bühne quer durch den Saal. Zum zweiten Mal heute schlug Hassan schwer auf und blieb reglos liegen. Während Stacys Aufmerksamkeit dem Teamkollegen galt, faszinierte Jack die Wunde in Montagues Körper. Es floss etwas heraus, doch es war kein Blut.
Das Mal des Iblis brannte und plötzlich, Jack wusste nicht wie, war er sich sicher zu wissen, was er sah. Das, was da statt Blut glitzernd aus der Wunde sickerte, war alt, älter als die Schöpfung, deren Urstoff. Und das Mal auf seiner Brust brannte mit solcher Gewalt, dass er glaubte zu schmelzen. Und dann spürte er den unbezähmbaren Drang, auf Belphegor zuzugehen. Vor seinem inneren Auge sah er Welten entstehen und vergehen. Das Universum vom Anbeginn aller Zeiten an lag ausgebreitet vor Jack wie eine Landkarte. Ich hatte ja keine Ahnung, stammelte er. Langsam, Schritt für Schritt, näherten sich Belphegor und Jack einander. Was ist das, was du hättest haben können? Erklärte der Dämon kalt. Jack kamen die Tränen. Aber ich hab's nicht besser gewusst. Nimm mich, Belphegor. Ich will dein Diener sein. Dein Gefäß. Stacy, vollkommen schockiert, rief: Lass den Scheiß, Jack. Hau ab, solange du noch kannst. Doch Jack schüttelte den Kopf und lächelte verklärt. Siehst du das nicht, Stacy? Sterne, Galaxien. Es ist so schön. Die Hochstimmung, die ihn bei dem Anblick erfasste, schenkte ihm einen nie gekannten inneren Frieden. Er fühlte sich, als wäre er nach langer Reise endlich nach Hause gekommen. Stacy aber stellte sich zwischen Jack und den Dämon. Du kommst hier nicht vorbei, erklärte sie mit fester Stimme. Ich bin eine Dienerin der Weißen Loa. Ezili, Dantro und Ogun sind meine Schutzpatrone. Und ich rufe sie an im Kampf gegen dich. Ein Zittern lief durch Stacys Körper. Ihre Augäpfel rollten nach oben, nur noch das Weiße war zu sehen. Sie griff an ihren Gürtel und warf ein Beutelchen in die Luft. Es öffnete sich im Flug und verteilte ein glitzerndes Pulver, das einem Schwarm tausender winziger Blitze glich. Dort, wo es auf Montagues Körper traf, explodierte es und aus Myriaden von Wunden sickerte Dämonenblut. Rauch und Schwefelgeruch hingen jetzt in der Luft und unbeirrt schritt Belphegor auf Jack zu. Eine weiße Magie kann mich nicht stoppen. Sie beschleunigt nur das, was ohnehin passieren muss. Denn ich, donnerte er, bin Belphegor. Jack riss sein Hemd auf und entblößte das rotglühende Iblismal. Ich bin bereit, mein Fürst. Veni, Veni, Satanas, Akipe Osamea. Fassungslos sah Stacy den Dämonen sich von Montague lösen, von dem er bisher Besitz ergriffen hatte. Eine furchtbare Fratze wuchs aus einem der Tentakel und brach in infernalisches Gelächter aus, während die Schattenfinger in Jack eindrangen. Nein! Schrie Stacy. Jack spürte, wie der Geist des Dämons in ihn floss. Sein Ich, seine Gefühle, Erfahrungen, Erinnerungen, alles wurde durchdrängt von einem Hass, der seit Anbeginn der Welt loderte. Er spürte das Mal des Iblis in seiner Brust, doch diesmal war es keine Qual. Der Schmerz besaß eine völlig andere Qualität, so wie einem vor Glück das Herz zerspringen könnte. Und dieser freudige Schmerz schmeckte zudem noch nach Triumph, nach Macht. Jack breitete die Arme aus und er wusste, nur noch wenige Sekunden, dann wäre er eins mit Belphegor und gemeinsam könnte sich ihnen nichts in den Weg stellen. Vor allem nicht dieses lächerliche Menschlein, das da vor ihm stand und mit den Händen wedelte. Diese Stacy, die ihm nicht vertraut hatte, als sie die Chance dazu gehabt hatte. Jetzt würde sie die Quittung dafür bekommen. Mehr und mehr von Belphegors Essenz flutete in Jacks Brust. Halt, brüllte da eine Stimme am Rande seiner Gedanken. Reiß dich zusammen, Jack. Das ist der Moment. Im tiefsten Winkel seines Hirns flackerte Jacks Bewusstsein wieder auf. Es kostete ihn übermenschliche Anstrengung, die Kontrolle über einen Teil seines Körpers wiederzuerlangen. Doch es gelang. Er vermochte, Worte zu formen. Stacy, jetzt! Die letzten Worte gingen in einem Schmerzensschrei unter, doch Stacy hatte verstanden. Sie zog ein silbernes Kreuz hervor und hielt es dem Dämon entgegen. Princeps gloriosissime, celestis militiae, sancte Michael Arcangele, defende nos,
in proelio et colluctatione«, rezitierte sie mit kraftvoller Stimme. Bei jedem Wort wandten sich die Tentakel und der Dämon zog sich aus Montagues und Jacks Körper zurück. Ein blendendes Licht ging von dem Kreuz in Stacys Hand aus und wo es auf die Skelettkrieger traf, mit denen Sachiko kämpfte, zerfielen diese augenblicklich zu Staub. Veni in auxilium hominum, fuhr Stacy fort. Quos Deus creavit in exterminabiles, et ad imaginem similitudinis sue fecit, et ad tyrannide diaboli emit pretio magno. Der Dämon wand sich, seine Fratze erstarrte. Sachiko, jetzt ohne Gegner, war mit einem Satz auf der Bühne, hob das Katana, ließ es auf Belphegors Hals niedersausen und trennte den Kopf vom Leib aus Tentakeln. Der Schattenkörper schrumpfte und fiel in sich zusammen. Einen endlos langen Moment hing sein Kopf noch in der Luft, als wäre er ohne Leib lebensfähig, und seine Augen durchbohrten Jack, Stacy und Sachiko. Dann entrang sich der Kehle des Dämons sein letzter Schrei und Belphegor war Geschichte. Schwefelgestank lag in der Luft, vermischt mit dem Geruch nach versenktem Fleisch. Mit ein paar Schritten war Stacy bei Jack, der wie Montague leblos zu Boden gesunken war, nachdem der Exorzismus gewirkt hatte. Sie rüttelte ihn an der Schulter. »Komm schon, wach auf, du Idiot!« fluchte sie. Keine Reaktion. Ohne zu zögern, versetzte sie ihm eine Ohrfeige. Und tatsächlich, Jack atmete röchelnd ein und öffnete die Augen. »Ist der Dämon erledigt?« Stacy nickte und wandte sich rasch ab. Es wäre ihr peinlich gewesen, hätte Jack gesehen, dass sie vor Erleichterung Tränen in den Augen hatte. Auch Hassan rappelte sich auf, gestützt von Sachiko. »Na, da habt ihr aber Glück gehabt, dass ich da war, um den Dämon abzustechen.« Plötzlich unsicher sah er sich um. »Er ist doch tot, oder?« Sachiko musste lachen, doch Stacy legte ihr die Hand auf die Schulter und deutete auf Jack. Sofort verstummte Sachiko. Jack hatte sich aufgerappelt und stand über Montagues Leiche gebeugt. Hier, auf dem kalten Boden, lag der Mann, der ihn sicher durch den Krieg gebracht hatte. Der Mann, dem er einst das Leben gerettet hatte. »Mit Verlaub, Eure Lordschaft, Sie waren ein Arschloch«, sagte Jack. »Aber Lieutenant Brown, Sie waren ein guter Mann. Der Beste.« Jack blickte zu den anderen. Zeit zu gehen. Am nächsten Tag wartete das Team im Konferenzraum. Sinclairs Flieger hatte Verspätung, was kein Problem war. Zu besprechen gab es ja genug. »Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht, dass ich deine Lightshow verpasst habe«, erklärte Hassan in Stacys Richtung. »Das muss beeindruckend gewesen sein.« Stacy rümpfte die Nase. »Diese Lightshow ist ein haitianischer Voodoo-Zauber. Den hat mir meine Mutter beigebracht für den Notfall.« »Haiti«, warf Jack ein. »Daher kommst du also. Ich habe mich das die ganze Zeit schon gefragt.« »Warum hast du mich nicht einfach gefragt?«, konterte Stacy. »Damit du mir den nächsten blöden Spruch reinwirkst?« Stacy musterte ihn, und als sie zu sprechen begann, war die Anerkennung in ihrer Stimme unverkennbar. »Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist zwar ein verdammter Dämonenköder, aber du bist auch ein Kämpfer.« Sie lächelte. »Obwohl, ohne mein kleines Geschenk hättest du ganz schön alt ausgesehen.« Jack verstand. »Die Weihwasserflasche war von dir?« Stacy nickte. »Für den Notfall, in bester mütterlicher Tradition.« »Du warst aber auch der Hammer«, versuchte Hassan Sachiko ins Gespräch einzubeziehen. Die nickte und lächelte schwach. Sie war heute kreideweiß geschminkt und ihre Haare schwarz wie Ebenholz. Die Kombination erinnerte Jack an ein zerbrechliches Porzellanpüppchen. »Alles okay?«, fragte Hassan besorgt. »Ja, war nur etwas viel gestern«, antwortete sie leise. »Beim nächsten Mal nehme ich es lieber mit ein paar Skelettkriegern weniger auf.« »Das wird sich nicht unbedingt arrangieren lassen«, ließ sich John Sinclairs Stimme vernehmen. »Das Böse ist da leider unberechenbar.« Er ging zum Kopf des Konferenztisches und setzte sich auf seinen Platz.
Sie waren ein perfektes Team und sie haben Belphegor einen guten Kampf geliefert, fuhr er fort. Aber vergessen Sie nicht, ein so mächtiger Dämon lässt sich nicht endgültig besiegen. Für den Moment ist er schwach, weil sie ihm seine menschliche Hülle genommen haben, aber er wird wiederkommen. Und er ist nicht der Einzige, gegen den wir anzutreten haben. Das Böse nimmt viele Formen an. Es ist überall dort draußen. Manchmal von großer Macht, manchmal nur gemein und hinterhältig. Wir müssen die Menschen vor den Kräften des Bösen schützen, egal wie sie sich manifestieren. Jetzt, wo sie als Team ihre Feuertaufe hinter sich haben, können sie diesen Kampf auch ohne meine Unterstützung führen. Sinclair machte eine dramatische Pause. Nur eine Frage ist noch offen. Er räusperte sich und sprach nun Jack direkt an. Als Sie hierher kamen, wussten Sie nicht, ob Sie bleiben wollten, Jack. Haben Sie sich entschieden? Jack antwortete mit fester Stimme. Ja, Sir, ich bin dabei. Sinclair erhob sich lächelnd, ging zu Jack hinüber und gab ihm die Hand. Na dann, Jack Archer, willkommen im Team. Diesmal applaudierten alle. Kaum, dass Sinclair die Gruppe entlassen hatte und die vier den Konferenzraum verließen, machte Stacy einen Vorschlag. »Hey, wie wär's mit einer Runde Judo-Training? Männer gegen Frauen?« Die anderen stöhnten auf. »Spinnst du?« protestierte Hassan. »Wir haben gerade einen Höllenfürsten besiegt. Ich bin dafür, wir gehen in den nächsten Pub und zischen ein paar Bitters.« »Du willst freimachen?« Stacy war empört. »Hallo, das war ein verdammt knapper Sieg.« »Aber ein Sieg«, hielt Hassan dagegen. »Der muss gefeiert werden.« »Also, ich wäre dabei«, ließ Jack vernehmen. »Allerdings nur in einer skelettfreien Kneipe.« »Pah, Skelett oder nicht, was soll's«, meinte Hassan und winkte ab. »Das hätte gegen unsere Karatepuppe doch keine Chance.« »Wen nennst du hier Puppe?«, protestierte Sachiko. John Sinclair lauschte den Stimmen, die sich langsam entfernten, und lächelte. »Na bitte, klingt doch ganz, wie ein gutes Team klingen muss.« Das war Sinclair Academy, Folge 1, Belphegor, der Fluch des Dämons. Gelesen von Thomas Balou Martin. Eine Produktion von Libbe Audio 2016.